Und da sind wir wieder für euch hier von den Medientagen München live. Ihr konntet die letzten zwei Tage schon mit dabei sein. Und heute sind wir hier mittendrin in Tag 3. Und jetzt geht es so langsam dem Ende zu, Michael. Ach, ich freue mich erstmal live zugeschaltet bei StudiVZ, Lokalisten. Wollten wir eigentlich sagen, ja. Und, Lokalisten waren das noch Zeiten. Da hast du noch gesehen, wer dich angeklickt hat. Ich bin noch nicht so damals. Alt. Ja. Was gab es denn vor? Was gab es eigentlich in deiner Zeit damals? Boah, ganz ehrlich, also jetzt, das war der Seitenhieb. Nein, also in der Tat, mein erstes Online-Erlebnis Communities war, als es noch kein Netz gab, das war noch diese Mailbox-Systeme, wo man sich einwählen musste. Das hat so damals wie diese Faxgeräte geklungen und das war das Stadtnet. Stadtnet, das war ein Mailbox, da hast du nur chatten können. Also eigentlich nichts anderes als heute irgendwelche Facebook-Gruppen, war aber noch komplett in BTX-Grafik. Also, und diese MMS, die du damals bekommen hast. MMS war vor MMS. Wir reden von, egal. So, wir sind da zurück auf den Medientagen. Und, aber das passt total gut zu dem, was wir jetzt gleich machen. Denn jetzt gibt es gleich ein Panel mit dem CEO von Jung von Matt, der Peter Ficke kommt gleich. Und da geht es ein bisschen in seiner Keynote darum, dass wir gerade formatmäßig explodieren. Also wenn ich gerade sage, damals hatten wir noch dieses aufgeräumte BTX und dann kommst du mir mit Lokalisten also um die Ecke. Also warte mal, BTX, das muss ich jetzt nochmal kurz erklären. Bildschirmtext. Ah. Das ist... Oh, sag doch Bildschirmtext. Ja, wie Teletext. Ja. Also aber das hieß damals so. Das hat man, so wie heute SMS und MMS sagt, verdammt, dann schickt man eine WhatsApp, hat man halt damals BTX gesagt. Naja, mein Punkt zurück. Also bevor wir jetzt ganz bei Adam und Eva anfangen, gleich das Panel zum Thema, dass die Formate explodieren. Also wir haben mittlerweile so viele Plattformen. Schauen wir uns TikTok an, dann haben wir zum Beispiel Hochformatfernsehen in kurzen Sekundenausschnitten mit Musik unterlegt. Wir haben Instagram, Hochformat in den Stories. 15 Sekunden lang kann eine Kachel sein als Video. Aber auch da gibt es ja jetzt teilweise schon ganze Serien. Genau, aber die muss man eben für diese Formate erst schreiben. YouTube, Querformat, Longtail-Formate. Die meisten YouTube-Videos bekommen ihre Reichweite nach 6 Monaten, nachdem sie veröffentlicht wurden. Facebook, extrem hohe Viewzahlen in den Videos, aber extrem kurze Verweildauer. Muss als Scrollstopper funktionieren. Also ich könnte da jetzt so unzählig weitermachen. Plakat, Fernsehen, Radio sind ja nicht weg, sind auch noch sehr, sehr vital da. Und wenn du jetzt das aus einer Perspektive betrachtest, wie eben gleich Peter Ficke von Jung von Matt, dann musst du eigentlich alle diese Formate in deine gesamte Werbeklaviatur mit einbeziehen und kannst eben nicht mehr sagen, wir machen nur das eine oder nur das andere. Und die große Herausforderung ist dabei, dass man natürlich sich nicht verzettelt und sagt, wir erzählen auf jedem Kanal eine andere Botschaft, sondern die Kernbotschaft muss ja auf allen dieser Kanäle die gleiche sein. Und das ist das Spannende, was natürlich ein wahnsinniger Eiertanz ist, weil es natürlich um verschiedene Budgets geht und alle wollen den gleichen Topf. Hast du da ein konkretes Beispiel, wo es super funktioniert? Nee, aber wir haben das auch vorhin, ich hatte vorhin ein kurzes Vorgespräch mit Peter Ficke, also ist total spannend und auch hier in der Redaktion haben wir vorhin diskutiert, also nimm diese klassischen Supermarktkampagnen mit den Songs dazu, ja, also du hast diese viralen Spots, um jetzt bei Jung von Matt zu bleiben, mit Supergeil von Edeka, dann haben wir dieses Video, haben wir so alle im Kopf, aber als das damals rauskam, hat es im Supermarkt anders ausgesehen. Also wir konnten eben keinen supergeilen Dorsch kaufen, wir konnten eben keine supergeilen Cornflakes kaufen, sondern die hießen halt dann gut und günstig. Und also dieses Crossmediale. Und heute haben wir, also jetzt sind wir ja Jahre also davon entfernt. Also man hätte dann einen supergeilen Dorsch auch anbieten müssen. Ja, zum Beispiel. Wenn man und heute sind wir ja hätte. Genau an der Punkt, dass wir sogenannte Influencer-Kampagnen sehen. Das heißt, wir sehen eine Drogeriemarktkette wie Douglas, die dann eben von einer Influencerin auf einmal das Parfum verkauft. Mhm. Ja, oder Judith Williams, die sehr erfolgreich in den sozialen Netzwerken ihre eigenen Produkte platziert, die es also mittlerweile in die Regale schaffen und dort wirklich ja auch sehr, sehr gut gekauft werden. Das heißt, diese ganze Werbeökonomie dreht sich auch gerade so ein bisschen oben, unten in alle Richtungen und ist total vital und total spannend. Auf jeden Fall sehr, sehr anspruchsvoll auch, sich da ein bisschen neu zu erfinden, ein bisschen weiterzudenken. Vor allem auch viel zu adaptieren, viel zuzusehen. Auch da, es wird wahnsinnig international. Also dieses Wort Influencer-Market zum Beispiel, Influencer-Marketing, das kennt man in Asien ganz anders. Da nennt man das KOLs, Key Opinion Leaders. Also und da sind die Netzwerke wieder ganz andere. Da haben wir dann so Plattformen wie WeChat. Das heißt, auch wenn du jetzt so auf einmal für einen weltweiten Konzern arbeiten willst und willst die Werbung machen, dann musst du ja die lokalen Gegebenheiten auch noch anpassen. Du hast vorhin von Lokalisten gesprochen. Ja, um WeChat auch noch mal kurz zu erklären, weil viele Leute das vielleicht nicht kennen. Das ist praktisch eine App, wo du alles machen kannst. Da kannst du deine Rechnungen schreiben, du kannst deine Joggingrouten tracken, du kannst dich mit Freunden verabreden, kannst... Genau, also im Amateurmodus kann man WeChat erstmal mit WhatsApp vergleichen, aber eben so, als könnte man mit WhatsApp auch bezahlen und könnte dann eben auch den Hundewaschsalon anrufen und alles Mögliche tun. Ja? Also sehr, sehr spannendes
man sagt immer so das Schweizer Taschenmesser der Apps, das irgendwie alles kann. Ne? Ja. Ich schau mal kurz auf die Uhr und schau mal kurz in die Regie, wie weit wir sind für das nächste Panel, ob wir schon reinschalten können, die Haupthalle. Ah, Sie... Alles ja. Gut. Gut. Dann schaue ich schon mal ein bisschen in die sozialen Netzwerke hinein, in die, ob wir Kommentare haben. Genau, ihr könnt natürlich jederzeit gern kommentieren und Michael, unser Brain, beantwortet euch die Frage. Ihr sagt, ihr wisst nicht, was BTS heißt. Da, BTX, nicht BTX. BTS. Na schau, ich hab's immer noch. Ja. Mensch, da seh ich wieder, wie alt ich eigentlich schon bin und wie jung du bist. Also egal, also das ist ja hier die Story der alten Geschichten von vor Urzeiten. Wir hatten vorhin ein Audio-Panel noch. Mhm. Heute Vormittag habt ihr verpasst bei den Medientagen möglicherweise, wenn ihr nicht da wart. Vielleicht sind ja noch ein paar von der Party zurück oder schalten von ganz fern ein. Audio-Panel zum Thema, wie wirkt eigentlich Audio auf uns? Und es war sehr spannend, ich habe das heute früh ein bisschen verfolgt, die Keynote. Es hat sich an sich nichts geändert. Also aus der Hörfunkforschung aus den 80ern, das ging natürlich immer weiter, wie tief unterirdisch unter der Haut wirkt das Ganze, geht es natürlich jetzt in die nächste Klaviatur. Wir müssen das Gleiche, was die ganzen Audioforscher im Radio gemacht haben, natürlich jetzt übersetzen auf die digitalen Plattformen. Also sprich Richtung Alexa, Telefonschleifen, wie klingen unsere Instagram-Bots und alles Mögliche in Zukunft, wenn die dann so avatarmäßig rumspielen. Sehr, sehr spannend. Aber so ein bisschen was hat sich ja schon verändert, oder? Sind ja nicht komplett stehen geblieben. Nee, also wir sind natürlich so weit, dass wir heute Audio nochmal ganz anders messen können. Also wir haben natürlich sowas wie Verweildauer, wir haben Fokusgruppen, also diese Marktforschung und jetzt aber auch die Daten kann man natürlich wunderbar überlagern. Und das ist überhaupt ja spannend in dem ganzen Mediensegment, dass sich die, um vielleicht noch kurz einen Ausflug zu machen in die Medienforschung, sich die Medienforschung wahnsinnig gedreht hat in Richtung Daten, die jetzt in Echtzeit erhoben werden, während wir in den letzten Jahren halt sehr viele sehr klassische Marktforschungsmethoden noch hatten, wie die berühmte CATI-Methode, also Computer Assisted Telephone Interview, wo man Leute eben noch angerufen hat, gefragt hat, was habt ihr eigentlich so den ganzen Tag euch gedacht? Und dann hat man das irgendwie aufgeschrieben und gezählt und hochgerechnet. Und von diesen Messmethoden sind wir zwar noch nicht komplett weg, es wird ja schon teilweise immer noch so gemacht. Wir sind in vielen Bereichen immer noch dabei, aber du wirst halt einfach heute im gesamten Markt ausgelacht, wenn du das so machst, weil wir halt heute Realtime-Data haben aus verschiedenen Plattformen und in der Tat sind diese alten Messmethoden ja immer noch Währung für viele Medienkonzerne, aber sie müssen die natürlich intern jetzt zusammenbringen mit den echten Daten und das überlagern ist echt schwer. Und jetzt können wir abgeben. Viel Spaß beim nächsten Panel. In der Agenturszene auskennt wie kein zweiter. Das ist unser nächster Keynote-Speaker. Er hatte seine eigene Agentur, er hat Agenturen in der ganzen Welt kennengelernt, in Zürich, in New York, in Paris und in Hamburg. Und jetzt hat er sozusagen den Staffelstab überreicht bekommen von den Gründern von Jung von Matt und darf jetzt sich dort als Partner und CEO um die Digitalisierung der Werbeszene kümmern. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich mit mir Dr. Peter Figge. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie da sind. Sind ja auch durchaus ein paar leere Stühle hier. Also nicht nur das Lot nach der Mittagspause, sondern Sie alle haben entweder die Party überlebt oder waren bei der Party nicht anwesend. Insofern, ich freue mich in jedem Fall sehr über Ihre Aufmerksamkeit. Jung von Matt werden die meisten von Ihnen kennen als Deutschlands kreativste Werbeagentur. Ich sage immer, es gibt schlimmere Profile als dieses, die mit uns arbeiten. Die kennen uns als eine inzwischen auch sehr internationale Agenturgruppe, die globale Aufgaben übernimmt und ein Spektrum von wirklich strategischen Leistungen bis hin zu Marketing-Automatisierungsthemen sogar managt. Im Kern steht immer, wir bemühen uns seit fast 30 Jahren um radikale, mutige, kreative Lösungen, die für unseren Kunden tatsächlich einen Mehrwert bringen, tatsächlich einen höheren Return on Communication bringen. Und was habe ich Ihnen heute mitgebracht? Ich habe Ihnen heute mitgebracht eine Präsentation unter der Headline Weißes Blatt und blinder Fleck.
Weißes Blatt, können Sie sich vorstellen, ist das, was die Kreativen bei uns symbolisch fast am meisten immer umtreibt, das leere weiße Blatt, immer wieder sich neue Lösungen überlegen zu müssen auf demselben Briefing. Gleichzeitig kommt eine zweite Paranoia dazu, das ist das Thema blinder Fleck, also wo sind Möglichkeiten, die da sind, die wir vielleicht noch nicht genutzt haben oder Möglichkeiten, die wir übersehen. Und unter diesem Titel möchte ich gerne eine sehr spezifische Perspektive einnehmen, nämlich die Perspektive unserer Kreation. Ich möchte zu einem Thema, über das wir ständig alle reden, Kanalexplosion, digitale Vielfalt, Technologisierung, Daten. Ich möchte einmal sehr konkret und sehr praktisch aus der Perspektive der Kreativen, und selber bin ich kein Kreativer, mal beleuchten, wie diese ganzen Entwicklungen handwerklich uns tatsächlich beeinflussen, verändern und was das auch für die Definition von kreativer Exzellenz bedeutet. Ich möchte Ihnen also eine ganz kurze Geschichte in 20 Minuten der Transformation von früher bis morgen, habe ich das genannt, erzählen. Und ja, was ist früher? Früher ist vor 1994 so ein Stück weit für mich. Danach ging es ja dann auch tatsächlich mit Digitalisierung los. Und was haben wir eigentlich sehr, sehr lange für eine Situation aus der Perspektive der Kreativen vorgefunden? Was hat sehr lange die Situation, den Rahmen für kreative Exzellenz tatsächlich geboten? Das war eine Situation, in der hatten wir klare Kanäle. Bewegtbild war entweder TV oder es war Kino. Wir wussten also tatsächlich sehr genau, wo Bewegtbild stattfindet. Wir hatten eine Situation mit klaren Formaten. Es gab den 30-Sekünder, es gab den 60-Sekünder. Ich hatte neulich mit einer jungen Kollegin eine Diskussion und sprach über 2:1:4C und die junge Kollegin guckt mich an und sagt, was ist das? Und ich sagte, das ist eine vierfarbige Doppelseite, aber ganz offensichtlich ist das also auch etwas, was vielen dann nicht mehr so klar ist, die etwas jüngeren Datums sind. Also auch da war das Format klar und vor allen Dingen, und hier geht es mir dann eben um den Blickwinkel, daraus entstanden sehr klare Nutzungssituationen, Nutzungskontexte. Aus dem Blickwinkel derjenigen, die Kreation schaffen mussten, war schon auch ganz gut vorstellbar, was finde ich denn eigentlich vor? Und klar, auch damals schon, jemand konnte vom Fernseher einschlafen oder ging auf Toilette, also die Aufmerksamkeit war nicht sicher und immer gegeben, aber sie war doch noch sehr einordnenbar. Und das hat dann eigentlich zu einer relativ einfachen Kombinatorik geführt, die Sie hinter mir sehen. Sie wussten Bewegtbild in eben zwei Kanälen. Da fehlt jetzt noch das Thema Radio, das gehört dann natürlich auch rein. Aber das ist schon wirklich sehr überschaubar. Und ja, was dann dabei herauskam und auch heute natürlich noch kommt, Werbung, die für Marken wirkt, indem sie Produktwerbung macht, indem sie zum Beispiel Feature-Werbung macht, indem sie über ein neues Feature, in dem Fall Allrad, tatsächlich versucht zu begeistern. Und das Beispiel, das möchte ich Ihnen gerne einmal zeigen. Bei einem Auto funktioniert Allradantrieb normalerweise so. Die Kraft verteilt sich gleichmäßig auf Vorder- und Hinterachse. Jetzt stellen Sie sich vor, Ihr Auto könnte auch das. Oder das. Oder das. Oder das. Für höchste Agilität und maximale Traktion auf jedem Untergrund. X-Drive, das intelligente Allradsystem von BMW. Ja, ist eines der frühen Werkstücke von Jungformat für BMW. Wir freuen uns immer, weil es im Vierzylinder hier in München durchaus manchmal noch irgendwo auch als Plakat an den Wänden hängt, weil man immer noch drüber spricht, weil es ein bisschen ikonisch ist. Es ist aber ein typisches Beispiel dafür, wie eben Marken geprägt wurden. Marken geprägt wurden, wie ich sagte, über feature-orientierte Produktkommunikation. Und was war damals sozusagen die Definition von kreativer Exzellenz? Was war die Herausforderung? Es war vor allen Dingen auch eine sehr instrumentelle. Es war die Herausforderung, tatsächlich in einem Format, in einem Medium, in 30 Sekunden die beste Geschichte zu erzählen. Und natürlich war TV und Kino für uns die Königsdisziplin, denn Bewegtbild ist das Medium, in dem wir am meisten auch Emotionen nutzen können, am besten eine Geschichte erzählen können. Ja, und ich habe bis heute einen unglaublich hohen Respekt, weißes Blatt, davor, wenn nach der 50. Ablehnung eines Kunden basierend auf demselben Briefing unsere Kreativen sich wieder hinsetzen und sich um eine 51. Lösung tatsächlich versuchen. Ja, dann gibt es aber, die Geschichte geht ja weiter, ich habe das mal definiert als langes Gestern, sozusagen seit 1994 bis heute. Warum 94? Bisschen willkürlich gewählt. Das war persönlich der erste Moment, wo ich
ins Internet gegangen bin, wo ich mir ein Modem gekauft habe, wo ich über CompuSurf das erste Mal von zu Hause noch während der Doktorarbeit irgendwie Kontakt mit der Outer World sozusagen hatte. Und das ist für mich so ein Moment, ich kann mich immer noch an die Wohnung in Eimsbüttel erinnern, in dem ich rumgefummelt habe, das Ding angeschlossen hat und plötzlich macht es so und man hörte das Modem und plötzlich war das Ding online. Und plötzlich konnte man sich da in sehr beschränktem Maß austauschen. Was seitdem passiert ist, das sehen Sie hinter mir, das ist das, worüber wir eben immer alle reden. Das ist diese wahnsinnige Explosion von Kanälen in jedweder Form. Und Sie sehen natürlich auch, weil viele Formate, also zum Beispiel wie eben Banner in auch ganz vielen Kanälen und Devices einsetzbar sind, dass sich daraus eine unglaubliche Vielfalt ergibt an Möglichkeiten, also eine Explosion der Kontaktpunkte. Ich sage sehr häufig, uns ist der Werkzeugkasten explodiert. Früher hatten wir einen Hammer und einen Nagel, jetzt haben wir auch einen Akkuschrauber und einen digitalen Zollstock und ganz viele tolle Sachen. So sieht das dann aus. Und das bringt natürlich ein zweites sehr wichtiges Phänomen mit sich, was kreative Herausforderungen verändert. Wir haben eine Explosion der Nutzungskontexte. Wir wissen eben nicht mehr, wann das Bewegtbild auf welchem Gerät, in welcher Nutzungssituation wie konsumiert wird. Also, beziehungsweise wir können es schon wissen, aber die Anzahl der Möglichkeiten hat sich tatsächlich exponentiell verändert. Und das bedeutet für die Kreation eben auch einen neuen Ansatz. Das bedeutet auch neue Chancen und neue Herausforderungen. Und dann sieht das eben inzwischen immer noch für den gleichen Kunden so aus. Inzwischen sehr viel auch tatsächlich datengetriebene Analyse erstmal links oben. Tatsächlich mit Tools wie Audience Insights werden einzelne Zielgruppen geschnitten. Es wird Userverhalten analysiert. Es werden dann in der Mitte Personas gebildet, beispielhaft auf die ausgedacht werden soll. Also nicht mehr der ausschließliche Blick auf den Kanal oder das Format. Und dann rechts unten sehen Sie dann, es führt dann eben zu einem optimierten Content wirklich entlang des kompletten Funnels oder buzzwordig User Journey, wie das so schön heißt. Und das bedeutet dann heutzutage, klickt noch einmal, das ist die Kampagne für den X2 gewesen, ganz konkret, vor 2 Jahren gelaufen, ein sehr junges, neues Modell, dass wir über 10 Kanäle bespielen und mit über 167 Assets unterwegs sind für eine einzige Kampagne. Also vergleichen Sie das mit der Situation vorher und sehen Sie, was das jetzt alles heißt. Und hier sehen wir dann, gerne das auch ablaufen lassen, einmal nur hinter mir stumm, ein Beispiel aus dieser Kampagne, das ist eine Snapchat-Lens, also wir hatten sowohl eine AR-Lens als auch eine Face-Lens auf Snapchat. Das ist eine junge Zielgruppe, die wir ansprechen wollten und wir haben hier über 30 Millionen User erreicht. Wir haben eine überdurchschnittliche Interaktionsrate gehabt, die 3-mal so hoch wie der Snapchat-Durchschnitt war. Was ist aber daran eigentlich wirklich wichtig, wiederum aus der Perspektive der Kreativen, die sich Lösungen ausdenken müssen? Die Erkenntnis, dass wir Zielgruppen haben, junge Menschen haben, die erst die Welt über ihr Mobiltelefon gesehen haben und heute die Welt durch eine Linse sehen, durch das Mobiltelefon sehen. Also ganz viele Menschen, die eine ganz andere Wahrnehmung auch der Welt tatsächlich bekommen durch ihr eigenes Verhalten. Und insofern interessant, man kann dann lange über Kreativität streiten, das hat extrem viel Spaß gebracht den Usern. Es hat zu einer wirklich hohen Engagement geführt. Man konnte das Auto, den X2, in alle möglichen Nutzungskontexte setzen. Das war für uns dann eben auch Programmierarbeit und ein lustiges Erlebnis auch mit einem, nicht Entscheider, aber jemand, der es aus dem Haus BMW auch mitbekommen hatte, der sagte, Mensch, ich habe gehört, das war so erfolgreich, kann ich mir mal ein paar von diesen Dingern ansehen? Und dann habe ich gesagt, nein, das wird nicht möglich sein, weil es ist eben Teil des Konzepts, die verschwinden ja immer wieder. Also für so einen Marketingentscheider auch eine lustige Situation, dass er Geld für etwas ausgibt, was eine hohe Engagementrate bringt, viel auch Nutzungsqualität bringt und am Ende aber eben nicht mehr klassisch nachprüfbar ist. Ja, und dann springen wir mal zu heute. Heute ist eben, ja, der Moment, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Was haben wir für eine Situation? Wir haben tatsächlich die Situation, dass wir ja nicht an den Möglichkeiten in irgendeiner Weise Mangel haben. Wir haben mehr Möglichkeiten denn je. Wir haben aber tatsächlich die große Herausforderung, nicht nur immer wieder neue Möglichkeiten zu kombinieren, sondern wir haben die große Herausforderung, und das sehen Sie in der unteren Kurve, und das haben wir vor 2 Jahren auch mal mit diesem Thema Content Clash ja immer wieder auch öffentlich besprochen, das Limit der Nutzer, was sie noch an Content wahrnehmen können, ist erreicht. Also
Wir können nicht noch mehr Druck machen. Selbst mit noch mehr Geld haben wir die ganz große Herausforderung, dass wir tatsächlich eigentlich kaum noch wirklich mehr Inhalte pro Tag als Menschen konsumieren können. Wir können diese Zeitspanne kaum noch ausdehnen. Ja, und wie man mit diesem Content-Clash eigentlich umgeht, das ist eine große Herausforderung. Bei Roy Price heißt das dann, in an on-demand world, people have to actually demand your content. Also tatsächlich wirklich eine andere Perspektive einnehmen und sich zu fragen, produzieren wir denn überhaupt noch Inhalte, die Leute wirklich aktiv nachfragen werden? Und hier möchte ich Ihnen dann gleich ein Beispiel zeigen, das jetzt bewusst nicht der Werbefilm ist, sondern es geht mir erstmal darum, auch für BMW ein relativ aktuelles Beispiel, Ihnen den Kern dessen, was nachher in vielfältiger Weise genutzt wurde, um eine Geschichte zu erzählen, darzustellen. Also sehen Sie es nicht als Werbefilm, sondern es gibt es in ganz vielen Optionen und Varianten, sondern sehen Sie es zunächst mal einfach erstmal, um zu verstehen, um welchen Inhalt es ging. Film ab, bitte. Papiere bitte. Ihre Papiere. Sie können weiterfahren. Fahren Sie weiter. Ja, der ein oder andere von Ihnen hat es vielleicht auch schon wahrgenommen, es läuft seit ungefähr 6 Wochen. Hintergrund der Geschichte ist tatsächlich wahre Geschichte, der Fluchthelfer lebt auch noch. Es hat ein Mann damals, wie Sie gesehen haben, mehrere Menschen mit einer BMW Isetta aus Ost-Berlin nach West-Berlin gebracht. Wir haben, als wir darüber nachdachten, was man ansichtlich des Mauerfalls und auch aus der Rolle und Perspektive einer Marke BMW kommunikativ tun könnte, sind wir darauf gestoßen, haben gesagt, es ist für eine Marke, in der Unabhängigkeit auch eine große Rolle spielt, ist das ein interessantes Stück, und wir haben erstmal angefangen zu recherchieren, ist die Geschichte wahr, lebt der Mann noch, wir sind dann ins Mauermuseum gegangen und haben gesagt, aus dieser Geschichte kann man wirklich was ganz Spannendes machen und man kann auch etwas Spannendes und als Anlass auch über die Marke erzählen. Und daran sehen Sie, nicht Kanalwahl, nicht Einsatz von Mediageld, sondern tatsächlich die Frage heutzutage, ist das eine relevante Geschichte? Was sind die relevanten Kanäle und was kommt jetzt eben neu hinzu? Relevante Perspektiven. Also tatsächlich, wir haben einen Nukleus, mit dem wir arbeiten, aber wir haben uns dann im nächsten Schritt gefragt, welche Perspektiven kann man eigentlich mit Bezug auf diese Geschichte einnehmen? Was sind Perspektiven von Interesse für unterschiedliche Menschen? Sind sie eher vielleicht technologisch interessiert? Sind sie Ingenieur? Fragen sie sich, wie kommt denn da überhaupt dieser Mensch da rein und geht sowas? Sind sie politisch interessiert? Sehen sie es aus der Perspektive einer jungen Generation, die das überhaupt nicht erlebt hat und diese Geschichte wirklich ja dann oder überhaupt den Mauerfall nur aus Geschichten kennt? Sind sie vor oder nach der Wende geboren? Es gibt so viele Fragen, die man sich sinnvoll stellen kann, die es ermöglicht, unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema zu sehen. Ja, und so sind wir dann auch rangegangen und hier sehen Sie mal so einen Kreis von unterschiedlichen Anwendungen. Spannend sind tatsächlich die Inhalte, insbesondere auch, die dann ausgespielt wurden auf eigenen und fremden Medien. Ein Kollege von Territory sitzt heute mit im Saal, mit denen wir zusammengearbeitet haben und wo man dann sagen muss, ist auch ein gutes Beispiel für viele Agenturen, die an einem Thema arbeiten. Es wurde eben gründlich recherchiert.
hatte ich schon gesagt, lebt dieser Mensch, wie ist die Geschichte abgelaufen? Und daraus, aus dieser Recherche, sind eben auch nochmal neue Insights entstanden, wie wir die Geschichte erzählen können und mehrfach aufbereiten, sodass sie auch für unterschiedliche Zielgruppen, aber auch für unterschiedliche Medien interessant ist. Dass jemand sagt, Mensch, ja, aus der Perspektive ist diese Geschichte noch nicht erzählt worden, für meine Leser oder auch auf meiner eigenen Website würde ich das gerne so spielen. Ja, und das heißt, jetzt können wir noch einmal einen zurückgehen, genau. Das heißt also, weitere Explosion, ne? Jetzt reden wir schon von 200 Assets, die technisch hergestellt wurden. Wir reden auch wieder über viele Kanäle, vor allen Dingen reden wir aber auch über 10 unterschiedliche Perspektiven für eine Geschichte. Also wir reden nicht mehr über das eine Werbemittel, wir reden auch nicht mehr über die eine Kampagne und wir reden auch nicht über eine Kampagne x2, über möglichst viele Formate und Kanäle, sondern wir reden über ein Thema, eine Geschichte, die wir in unterschiedlichen Perspektiven erzählen und wozu wir dann am Ende für diese eine Story natürlich auch viele Assets brauchen. Ja, und gehen wir mal vor. Und hier sehen Sie es auch nochmal, es kommt quasi so ein bisschen technisch, wenn man drüber nachdenkt, eine dritte Dimension dazu. Also Sie haben vorher in dem vorherigen Schaubild gesehen, die Vielzahl der Kanäle und die Vielzahl der Formate. Hier kommen eben jetzt noch die Perspektiven nochmal dazu. Und ich habe ein Beispiel rausgegriffen, wenn wir eben mal sagen, Mensch, es bietet sich einmal inzwischen die Chance, sehr viel über Augmented Reality zu machen. Das hebt ja so langsam ab. Facebook ist eine wirklich interessante Oberfläche immer noch, um doch eine Menge Menschen zu erreichen. Und wie können wir das verbinden, um die Menschen zu erreichen, die sich eher für Gestaltung, für Technologie und für die Frage interessieren, Mensch, wie ging denn das überhaupt mit so einer Isetta? Dafür haben wir auch eine Lösung gebaut und das ist tatsächlich dann so ein bisschen ein Blick in die Küche, ins Morgen. Warum ins Morgen? Unter anderem auch deswegen, weil das, was ich gleich sehe, ist ein Preview. Es ist noch nicht fertig. Wir arbeiten noch an diesem Ding. Ich habe es aber trotzdem mal mitgebracht, weil es schön ist, um Ihnen einfach sehr praktisch zu zeigen, an was dann eben Kreative inzwischen so arbeiten und über was sie nachdenken und was ihre Herzen bewegt. Und das ist jetzt so eine AR-Lens, die Sie jetzt hinter mir sehen, mit der Sie die Möglichkeit haben, tatsächlich an einer Isetta sich auch anzuschauen, ja, wo war denn dieser Mensch eigentlich ganz konkret? Wie sah das denn aus? Und Sie sehen rechts oben, dass wir mit dem kleinen Logo tatsächlich auch nochmal so diese Bauplanfrage erzählen wollen. Und ja, wir bieten damit eben Menschen, die sich eher aus dieser Perspektive für dieses Thema interessieren, einen neuen Zugang. Wir können die Geschichte auf eine andere Art und Weise erzählen und basteln eben gerade daran, dass wir das natürlich hoffentlich auch wieder so erfolgreich am Ende verbreiten wie dieses Snapchat-Beispiel. Ja, und was bedeutet das auf der Reise? Was ist eigentlich kreative Exzellenz? Wie wird kreative Exzellenz transformiert durch die Möglichkeiten? Und jenseits allen Buzzwordings, was heißt das für unsere Arbeit? Was müssen wir eigentlich tun? Inzwischen heißt kreative Exzellenz auch, wirklich die beste Brand Experience zu bieten und die beste Markenerfahrung. Was heißt das wiederum ganz konkret? Dass wir versuchen herauszuarbeiten, die beste Perspektive für die Story an dem jeweiligen Kundenkontaktpunkt, von denen wir eben inzwischen unendlich viele bespielen. Ja, und das heißt für mich auch im Nachdenken und in Vorbereitung auf diese Veranstaltung etwas, was uns sehr, sehr umtreibt, dass tatsächlich das Thema Media-Auswahl keines mehr ist, das für uns ein vorgegebenes Thema ist oder sein darf. Es geht nicht darum, dass jemand kommt und sagt, hier habe ich folgende Gefäße und bitte befüllt sie mir, sondern es geht tatsächlich aus dieser Definition heraus darum, dass wir selber, auch wenn wir nicht für den Einkauf verantwortlich sind, auch wenn wir nicht für das Technische tatsächlich dann verantwortlich sind, dass wir uns immer wieder fragen mit den Möglichkeiten, wie sind diese Möglichkeiten dazu geeignet, welche Chancen bieten sie, dass wir eine Geschichte, eine spannende und relevante Geschichte besser erzählen können aus unterschiedlichen Perspektiven. Und insofern gehört es ultimativ in den tatsächlich kreativen Lösungsfindungsprozess aus unserer Sicht hinzu. Und das ist eines der zentralen Themen, die uns als Kreativagentur aktuell auch gerade sehr beschäftigen. Ja, und damit bin ich auch schon durch. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich in einer Welt, in der es häufig immer dann doch sehr stark auch um die ganz großen Linien geht, mal zeigen konnte, was für ganz praktische Auswirkungen hat das eigentlich tatsächlich für eine Agentur, die sich dem Thema kreativer Exzellenz verschrieben hat. Und es ist ja noch Zeit für Q&As. Also wenn einer von Ihnen Fragen hat, wenn wir ein bisschen darüber diskutieren würden, dann freue ich mich darüber auch sehr. Vielen Dank.
Gibt es Fragen? Bitte um ein kurzes Handzeichen. Ja, ich komme zu Ihnen. Sie kurz sagen, wer Sie sind? Bernhard Klein von Hubert Burda Media. Erstens, dieses Logo mit dem trojanischen Pferd, ist das Ihr Logo? Das ist unser Logo, ja. Und dann wollte ich fragen, was Sie von Gamification halten. War das jetzt in den Slides mit drin? Also Gamification ist definitiv ein Thema, das hochrelevant ist. Wir haben das zurzeit am allerintensivsten selber als Agentur in einem Teilbereich. Wir haben das im Bereich E-Sports, was jetzt eher ins Bereich Gaming gehört. Gamification ist ja nochmal auch noch eine weitere Definition. Aber eine Generation, die tatsächlich so intensiv sich mit dem ganzen Thema Games auseinandersetzt, das sowohl in eigene Kampagnen einzubauen, als auch so eine Plattform wie eSports tatsächlich konkret zu nutzen, ist ein Riesenthema. Es ist ein großer Wettbewerb an diesem Wochenende von der ESL in Hamburg. Da werde ich morgen auch hingehen. Ich kann jedem auch nur empfehlen, sich das auch als Marketier durchaus einfach mal anzusehen und zu erleben, was das heißt, wenn in einer großen Halle 10.000, 15.000 junge Menschen vereint sind und tatsächlich gucken, wie Menschen auch miteinander, gegeneinander battlen und Elemente daraus in die Kampagnen aufzunehmen, definitiv auch ein Thema. Weitere Fragen? Zeit für eine hätten wir noch. Ich merke schon, der Freitagnachmittag schlägt zu. Peter, ich würde sagen, herzlichen Dank, danke, dass du bei uns warst und das ist dein Applaus. Vielen Dank. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß nicht, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich hoffe, er ist da. Alles klar, dann hole ich ihn doch mal gleich persönlich ab. Tag. Hallo, guten Tag. Grüß Sie. Guten Tag. Kommen wir doch mal gleich hier auf die Bühne. Uns hier in die Mitte setzen, genau. So. Ich glaube, ich mache mein Handy aus, sonst ja, genau. Kriegen Sie einen Einblick in mein Leben. Das wollen Sie, glaube ich, gerade nicht. Der Fall Relotius und die Folgen für den Journalismus. Begrüßt bitte ganz herzlich mit mir den freien Journalisten, Spielreporter und Bestsellerautor Juan Moreno. Tausend Zeilen Lüge. Wo wollen wir beginnen in Ihrem Buch? Ganz vorne oder ganz hinten? Sie wollen. Ach so, jetzt ist es ein Witz. Ja, Sie haben recht. Wir überlegen natürlich, das kann ich vielleicht ankündigen, der Verlag hat natürlich jetzt gesagt, wir müssen reagieren, sehr nervös. Wir sind jetzt, überlegen noch, 998 Zeilen Lüge. Bis jetzt im Rennen, dass wir, wir können gerne hinten beginnen. Für alle diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, in den letzten Stunden hat sich ja eine Menge getan. Klaas Relotius hat sich zum ersten Mal wieder zu Wort gemeldet, und zwar über seinen Anwalt Christian Scherz. Und es geht darum, den Vorwurf, dass einige Stellen in Ihrem Buch nicht stimmen. Es ist da die Regel von 22 mal kleinere, etwas größere Ungereimtheiten. Über eine Passage sollten wir vielleicht reden. Nein, wir könnten, also mir wäre es natürlich lieber, wir reden über 21 Passagen, aber wir können gerne über die eine. Reden wir erstmal über grundsätzlich. Wie haben Sie es eigentlich erfahren, dass jetzt auf einmal diese Klage oder diese Naja, also es war so, dass ich, also nicht ich, sondern der Verlag wirklich damit auch gerechnet hat. Also es ist so, dass Sie sind ja in der Branche, Sie wissen, die Fahnen kamen sehr, sehr spät. Normalerweise schickt man ja Fahnen relativ früh los, damit die Journalisten lesen können und zum Erscheinungstermin die Texte rauskommen. Es gibt eine Sperrfrist. Das wurde bewusst wahnsinnig spät nach hinten gesetzt, weil wir, auf jeden Fall hat der Verlag damit gerechnet, dass es auf jeden Fall passiert. Also das hat der Grund, warum auch die Rezensionen ja alle mehr oder weniger am selben Tag erschienen sind, weil alle Kollegen dieses Buch sehr, sehr spät
bekommen haben. Fun Fact, die Zeit hat das ein bisschen vorher und hat dann das erste große Interview bekommen. Also das ist jetzt nicht so, dass es, ich aus allen Wolken falle und sage, wie kann das sein, dass Klaas Relotius klagt. Und ehrlich gesagt, ich verstehe das total. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen das Buch gelesen hat. Ich habe versucht, das wirklich irgendwie fair zu machen, aber du musst halt die Dinge benennen und wenn du sowas gemacht hast, dann steht es halt schwarz auf weiß drin und dann liest sich das nicht gut, das kann ich verstehen. Die Frage ist, ob jetzt die Vorgehensweise so, ob ich das so erwartet habe. Und man muss dazu sagen, wenn man das Buch liest, Sie haben sich ja auch im Vorfeld schon an Relotius gewandt und haben versucht, da hier und da auch eine Stellungnahme zu bekommen. Ja, er hat sich ja geäußert jetzt zum ersten Mal. Er hat ja gesagt, er stellt sich, glaube ich, seiner Verantwortung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war die Formulierung. Ich kann das mal vorlesen. Ich habe gesagt, ich bin mir meiner eigenen großen Schuld bewusst und will durch die Auseinandersetzung mit diesem Buch nicht davon ablenken. Ich stelle mich allem, wofür ich verantwortlich bin, aber ich muss keine unwahren Interpretationen und Falschbehauptungen von Juan Moreno hinnehmen. Ohne mich persönlich zu kennen oder mit Menschen aus meinem näheren Umfeld gesprochen zu haben, konstruiert Moreno eine Figur. Also vielleicht der Reihe nach, also dass er sich wirklich stellt, bei allem, was er getan hat. Ich glaube, er hat in der Medienbranche, glaube ich, einen riesigen Bärendienst erwiesen mit seinem Vorgehen. Und mir ist nicht bewusst, wie er sich gestellt hat, dieser Medienbranche. Also halt jegliche Kontaktaufnahme von, und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der es versucht hat. Ich habe ihn natürlich kontaktiert, ich habe eine E-Mail geschrieben, durchaus in persönlichen Ton, in dem ich gesagt habe, du kennst den Drill, du weißt, wie wir arbeiten, ich schreibe ein Buch über dich, ich muss dich fragen, ob du mit mir redest. Ich habe auch die Eltern gefragt, ich habe denen einen Brief geschrieben, in dem ich sage, dass ich selber Kinder habe, dass ich dieses Projekt habe, das ist Teil meines Berufes, ist zu fragen und auch ein PS drunter geschrieben, ich an ihrer Stelle würde mich zum Teufel schicken. Und der Hintergrund, das hat sich dann der Anwalt, also nicht der Anwalt, sondern der Anwalt, der bis vor kurzem mich noch vertreten hat, es wurde jetzt gewechselt, der hat mir dann geantwortet und gesagt, sie reden nicht. Und ich verstehe total, dass die Eltern nicht wollen. Und ehrlich gesagt, natürlich wäre es nicht sehr schwer gewesen, im Dorf zu recherchieren, sagen wir mal, kennen Sie den, die Frau am Kiosk, ich weiß nicht, ich war nie dort, die Frau am Kiosk, wie war denn als Kind, hat er da auch schon geklaut, hat er da geschwindelt, ich fand es ein bisschen creepy, ich wollte das nicht, ich mache das auch relativ klar, ich fange an mit der Journalistenschule, also wenn er tatsächlich nach außen tritt und dann das Konsequenzen hatte, wenn er bei allem Respekt vor Dachdeckern, wenn er Dachdecker gewesen wäre, dann wären die Konsequenzen eines Menschen, der dazu neigt, viel zu lügen, der Anwalt scherzt, spricht davon, einen erkennbar psychisch kranken Menschen da zu vertreten. Das ist das in diesem Schriftsatz der ersten Ausführungen. Dann hätte es nicht die Konsequenzen gehabt. Er war nun mal, und das ist das Problem, wenn du so bist, in der Medienbranche oder in anderen Gebieten, wo Hochstapler halt sehr, 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 sehr großen Schaden anrichten. Und das ist der Grund. Also mir ist das nicht klar. Und was war der letzte Vorwurf mit der Figur erschaffen? Das stimmt. Natürlich, das ist, was ich tue in dem Buch. Ich erschaffe eine Figur, von der ich nach bestem Wissen und Gewissen nach meiner Recherche sagen kann, dass ich sie so darstellen kann und legitimieren kann. Wenn er sagt, es ist eine Traumfigur, die mit der Realität nichts zu tun hat, das weiß ich nicht, ob er das sagt, also sein Anwalt sagt das nicht, dann mag das so sein. Dann haken wir mal danach, nach bestem Wissen und Gewissen. Ausgerechnet ganz zum Schluss, sozusagen, wenn das Manuskript schon fertig ist und wie Sie ja selber in Ihrem Buch oft andere Kollegen zitieren, da noch diese rote Schleife draufzusetzen mit dieser Geschichte, dass Sie also über einen Kollegen erfahren, der wiederum eine Sekretärin zitiert, die eventuell Relotius auf einem Fahrrad gesehen haben will in Hamburg, wo er doch behauptet hat, er sitzt irgendwo, lässt sich im Süden der Republik behandeln. Ja, dann machen wir es mal der Reihe nach. Also ich habe das nicht so geschrieben, weil wenn ich eventuell geschrieben hätte, würden wir nicht hier sitzen, dann würden wir darüber reden, wie es ist, im Journalismus zu sein. Wir machen es in der Reihe nach. Wir reden jetzt darüber, dass das, was in einem Schriftsatz steht, von einem Mann, von dem der Anwalt sagt, der Mann ist krank, dass das jetzt stimmt und dass ich den Fehler mache, das Gegenteil zu behaupten, was dieser Mann sagt. Mit anderen Worten,
Ich bin Stand heute der Meinung, dass das nicht stimmt, was in dem Schriftsatz steht. Ja, aber kann man sich sozusagen hören sagen über zwei... Warten Sie, ich bin noch nicht fertig. Okay. Wenn Sie die Passage lesen, da steht ja in erstens... Lesen Sie doch vor, das ist ja, doch ganz gut. Ich lese gut. Gerne vor. Okay. Ein Kollege im Spiegel erreichte Relotius einige Monate nach Ende des Skandals. Relotius behauptete, dass er gerade in einer Klinik in Süddeutschland sei, in Behandlung. Ihm werde da geholfen. Die Ärzte würden Fortschritte sehen. Es sei ihm immer nur darum gegangen, die Kollegen, seine Freunde nicht zu enttäuschen. Das sei das Wichtigste überhaupt. Punkt. Ganz kurz. Sie glauben jetzt, also Moreno hat mit dem Mann telefoniert und er hat ihm das erzählt. Richtig? Das überlasse ich dem Leser, aber Sie stellen... Nein, was steht denn da? Da steht drin, ein Kollege... Wie kommen Sie denn darauf, dass das nicht Ihnen eine E-Mail ist, die ich beweisen kann, dass das so gesagt wurde? Verstehen Sie, was ich meine? Das ist überhaupt kein Vorwurf. Ich habe die letzten Tage... Sie zeichnen Ihnen jetzt gerade das Bild, ein Kollege weiß, der hockt da irgendwo und lässt sich behandeln. Genau. Und ich sage Ihnen gerade, der Kollege weiß das nicht, weil er es mir erzählt hat, sondern der Kollege weiß das, weil ich Nachrichten habe, SMSen habe, die das belegen. Das ist, was ich die letzten zwei Tage gemacht habe. Und zwar natürlich nicht Nachrichten von dem Kollegen, so, aber sondern jetzt, Nachrichten jetzt von Klaas Relotius. Jetzt kommt der nächste Absatz. Aber es ist erheblich, dass Klaas Relotius das... Nein, ist klar, das ist jetzt definiert. Okay. Tags darauf traf dieser Kollege eine Spiegelsekretärin. Mhm. Die Frau hatte Relotius gerade auf dem Fahrrad gesehen. In Hamburg. Wo ist das Problem? Sie zitieren jetzt die Aussage eines Kollegen, der wiederum auf die Aussage einer dritten Person sozusagen... Naja, also unter uns. Wenn Sie sagen, dass wir künftig im Journalismus... Sie würden ja sagen, ich brauche zwei Kollegen. Naja, ich habe immer gelernt in der Journalistenschule, ja. Wir haben die gleiche Schule besucht, double check your sources, beziehungsweise für wirklich, wirklich wichtige Informationen immer zwei unabhängige Quellen. Okay. Also, fangen wir der Reihe nach an. Wichtige, gehaltvolle Information. Die gehaltvolle Information ist hier, Klaas Relotius lügt noch immer. Darum geht es ja. Mhm. Ich behaupte hier, oder insinuiere, er lügt noch immer. Das ist ja das große Ding. Ja. Nach diesem ganzen Zeug hat er nichts gelernt und lügt noch immer. Wahnsinn, oder? Das ist doch was am Ende raus. Seite 127 im Buch, Juan Moreno, Klaas Relotius hat nie aufgehört zu lügen. Er hat immer und immer wieder nachweislich gelogen. Unbelehrbar. Zitat Ende. Ja. Ist meiner Meinung nach in dem Schriftsatz, nicht meiner Meinung nach, ist nicht angegriffen worden. Klaas Relotius hat das nicht angegriffen. Jetzt gehen wir zu dem konkreten Fall. Ein Kollege sagt mir das. Ich habe, wie gesagt, der erste Teil ist geklärt. Der zweite Teil mit dem Kollegen ist genauso passiert. Und im Übrigen, wieso reden wir darüber, dass das nicht stimmt? Mhm. Verstehen Sie? Ich verstehe ja, dass Sie sagen, die müssen doch zwei Quellen haben. Mhm. Aber es ist doch so, dass Sie doch gar nicht wissen, ob ich zwei Quellen habe. Aber wenn Sie gehen davon aus... Haben Sie denn zwei Quellen? Haben Sie denn zwei Quellen? Ich habe natürlich 30 Quellen dazu, weil die Frau das allen erzählt hat. Verstehen Sie, was ich meine? Und wenn ich Sie gefragt hätte, hätte sie das auch gesagt. Das kann man meine sagen, Nachbarin Moreno, kann auch 30 Leuten was erzählen. Und das glauben Sie dann nicht? Nein, nicht zwingend. Also, aber mein Problem damit ist ein bisschen, verstehen Sie? Mein Problem ist ein bisschen, wenn wir sagen, und wie gesagt, ich gebe es heute davon aus, dass es stimmt, das wird ja eine Gerichtsverhandlung geben, wo das geklärt werden wird. Werden wir jetzt heute hier auch nicht klären. Nein, es ist auch kein Tribunal. Auch persönlich. Doch, es ist ein bisschen ein Tribunal. Und ich verstehe, jetzt gerade aktuell. Ich verstehe das doch total. Das ist doch total nachvollziehbar. Aber wissen Sie, meine Frage ist, es geht in diesem... Es geht in den Vorwürfen, auch in diesem sehr erheblichen Vorwurf von der Zeit, geht es ja darum, um die Frage, ein Mensch fühlt sich in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt, weil ich mutmaßlich seine Lüge nicht richtig darstelle. Mhm. Darüber reden wir. Ja. Und in dem Falle geht es jetzt darum, wir gehen davon aus, Juan Moreno kann nicht belegen, dass das so war. Wir gehen davon aus, dass Klaas Relotius natürlich belegen kann, dass er nicht in Hamburg war und nicht gesehen wurde. Das wäre ja Wahnsinn, wenn er jetzt noch mal lügen würde. Aber es ist ja komplett ausgeschlossen, dass Klaas Relotius jetzt noch wirklich nach... Wie kommen wir auf den Gedanken, dass er weiterhin lügen könnte? Also das ist die Debatte. Und wissen Sie, was mich getroffen hat? Mhm. Ich habe mich zu dem Fall noch nicht geäußert.
Ich wurde nicht gefragt, ob das sein kann oder nicht sein kann. Ob ich zwei Quellen habe, ob ich das belegen kann. Deswegen tue ich ja gerade. Nein, aber seien Sie mir nicht böse, in der Zeit habe ich das nicht erfahren. Ich habe die Diskussion nicht mit der Zeit geführt. Und in der Zeit stand am Ende des Textes, Juan Moreno ist scheinbar mit dem Morbus Relotius infiziert. Mit anderen Worten, er ist an Relotius. Und mich ruft gerade. Sind Sie sauer auf die Zeit? Natürlich, was ist sauer auf die Zeit? Ich verstehe es gar nicht. Weil wissen Sie, selbst angenommen. Die haben sich nicht bei Ihnen gerührt? Ich wusste nicht, dass es darum geht. Natürlich nicht. Also ich wusste, es gibt fragwürdige Äußerungen, aber mir war überhaupt nicht klar, dass Sie den Schriftsatz schon haben, dass Sie meine Quelle kennen, dass Sie wissen, mit wem ich gesprochen habe, dass Sie offenbar mit dieser Quelle geredet haben, was die Quelle bis heute komplett negiert, dass Sie mit der Sekretärin, dass irgendjemand mit dieser Quelle überhaupt geredet hat, was diese Quelle komplett negiert. Also ich verstehe überhaupt nicht diese ganze Dimension. Und verstehen Sie, was ich sagen will, mir fällt es schwer, ruhig zu bleiben. Das hat ein bisschen wahrscheinlich mit meinen andalusischen Genen zu tun, aber es ist einfach so, da steht drin, dieser Herr Moreno ist offenbar auch so ein bisschen infiziert von diesem Ding. Mhm. Und das tut weh, weil ich kenne unsere Branche, wir sind Aufzugsfahrer. Wir fahren mit, wenn es nach oben ist, und es steht im Buch ja drin. Mhm. Ich bin an keinem guten Ort. Da steht wortwörtlich drin, ich bin an keinem guten Ort. Ich weiß, was der Reporter Moreno gedacht hätte, so ein Held, mal sehen, wie lange. Das steht wortwörtlich so in dem Buch. Nein, nicht wortwörtlich, ich kann paraphrasiert haben. Ich glaube, brauche ich was zu trinken? Für die Nerven. Danke Ihnen. Gin Tonic. Wissen Sie, es ist einfach, es fasst einen an, weil ja. Wenn es in Twitter, ich bin nicht auf Twitter, ich bin nicht auf, aber das fasst einen total an. Das verstehe ich, darüber wollte ich auch mit Ihnen reden. Nee, wir können... Wie gesagt, ich würde es gerne noch kurz sagen. Wenn das wahr ist, wissen Sie, was da steht ja drin, wenn man den Namen falsch schreibt. Und dann lese ich einen Text in einer Publikation direkt danach. Also wenn man den Namen falsch schreibt, das lernt man in der Journalistenschule, das ist die Glaubwürdigkeit und so weiter. So. Also zum einen ist der Fehler natürlich aufgefallen und ist in anderen Auflagen korrigiert worden. Aber, also das ist so ein Name Kusbert und nicht, egal. Dann lese ich Texte danach, die sich also genau damit beschäftigen, wie wir sauber arbeiten müssen. Und dann ist Scherz ohne T geschrieben. Verstehen Sie, wenn wir diese Maßstäbe anlegen, dass wir sagen, du musst immer zwei verifizierbare Quellen haben, die eidesstattlich versichern, dass das, was du sagst, stimmt. Das ist die ökologische Konsequenz aus der Forderung. Dann bricht und stirbt heute die Medienberichterstattung, die Bundesliga-Berichterstattung und die Berichterstattung in der Politik. Die bricht heute weg. Die werden, wenn das so ist, dass es vergleichbar ist, dass wer diesen, alles im Konjunktiv, diesen Fehler möglicherweise macht und dann die Quelle wackelt, lassen Sie mich kurz zu Ende, weil man, dann bist du eigentlich mit dem Morbus Relotius, das ist, meine Frau sagte, naja, wenn ein Arzt bei einer Operation einen aufrichtigen Fehler macht, dann ist er noch kein Mörder. In diesem speziellen Fall, wenn es gerade der Titel Ihres Buches... Ne, aber ist das nicht für jedes Buch zwingend? Gibt es da Abstufungen? Nein, aber da muss man natürlich ganz besonders darauf achten, zumal Sie ja schon wussten, dass sich die Anwälte im Hintergrund schon warm laufen. Aber jetzt lassen Sie mich anders formulieren. Ich verstehe nur meine Reaktion. Lassen Sie mich mal kurz anders formulieren. Bereuen Sie es vielleicht jetzt, dass Sie zumindest... diesen Elfmeter sozusagen dahingelegt haben, dass sie durch diese Schlusspassage sozusagen sich ein Stück weit angreifbar gemacht haben. Gerade wenn es um Wahrheit und um Lüge geht. Also was heißt das? Also ich habe ein Problem mit der Wahrheit. Nein, aber dass man da zumindest sagen kann, Sie waren nicht selber dabei. Und darum geht es ja in einem ganzen Buch. Aber ich war in der Journalistenschule auch nicht dabei. Ich schreibe doch über die Journalistenschule von Klaas Relotius. Da war ich doch auch nicht dabei. Schlusspassage mit dem Fahrrad. Nein, da verstehen Sie, Sie sagen, also das Problem ist doch, du warst doch nicht dabei, also kannst du nicht drüber schreiben. In so einer wichtigen Szene würde ich sagen, wäre es schon wichtig, sich über mehr sozusagen zu vergewissern, als über das Hörensagen über Dritte. Welches Maßstab für die Szene gibt es, bei der man dabei sein muss? Ich glaube, wir verrennen uns jetzt hier. Ja, ich würde gerne, und die Zeit da hinten tickt nämlich, und ich habe noch so viele Fragen auf meinem Katalog, auf die ich sehr stolz war, weil ich nämlich gestern extra die Party verlassen habe, um das Buch fertig zu lesen. Dankeschön. Das ist die Stelle, wo Sie jetzt klatschen dürfen. Nein. Kommen wir mal ganz
auf andere Sachen. Sie haben ja selber gesagt, der Anwalt schreibt, man hat es mit einem kranken Menschen zu tun. Was hat Sie motiviert, dieses Buch jetzt zu schreiben? War das eine Abrechnung? War das Rache? War das eine Erklärung und eine Rechtfertigung Ihrerseits? Hätte man es nicht einfach dabei belassen können? Der Spiegel hat ja nun wirklich, ist er zu Kreuze gekrochen in der Aufarbeitung dieses Falles. Warum dieses Buch? Und dann jetzt auch noch der Film. Also, ich bin Reporter und Journalist und Autor, der Bücher beruflich schreibt. Ich bin beim größten Medienskandal des Spiegels leider und Protagonist. Ich sage in dem Buch, das steht ja drin, Sie haben es ja gelesen, der Grund, warum ich dieses Buch schreibe, ist, weil es das Erste ist, was ich beruflich mache. Zweitens ist es für mich eine Art, damit fertig zu werden. Mhm. Es ist ja der Vorwurf, der schwingt ja mit, wieso schreibst du überhaupt ein Buch, der Mann ist krank. Ich finde, es ist kein Argument, dass wenn jemand sagt, krank zu sein und einen Medienskandal oder irgendeinen anderen Wahnsinn macht, dass man dann als Journalist sagen kann, darüber kann man jetzt aber nicht Ausführlichkeit berichten, weil der ist krank, der weiß im Zweifel nicht, was er tut. Das finde ich relativ schwierig als Herangehensweise. Ich war gerade in Texas und habe unter anderem über diesen El Paso-Shooting Mann gesprochen. Ich finde das einen schwierigen Ansatz. Und außerdem, ganz persönlich, das ist echt eine schwere Zeit, wenn Sie plötzlich merken, der Spiegel, das ist ja nicht irgendein Laden, der glaubt Ihnen nicht. Sie haben Videos vorgelegt, in denen Protagonisten sagen, das stimmt nicht, man glaubt Ihnen nicht. Und es tut mir leid, dass ich bin nicht so giftig normalerweise, aber ich hab das Gefühl, ich lebe jetzt nochmal alles durch. Ich mache das alles nochmal. Ja, jetzt stehe ich auf der Bühne und sage, aber ich habe die höchsten Standards. Ich habe so einen komischen Rechercheordner, da steht irgendwie drin, Sie haben da mal ein Gespräch mit dem und hat er das gesagt und so weiter. Und überlegen Sie doch mal, der Vorwurf ist doch Moreno, Morbius Relotius, naja, der hat halt geschwindelt. Der hat sich mit diesen Lügen von Grelotius halt infiziert, weil er sich lange mit ihm beschäftigt hat. Das fasst einen echt an. Das verstehe ich. Die Frage ist nur, geht man damit nicht auch bewusst sozusagen, setzt man sich der Gefahr nicht wieder aus, durch so eine Buchtournee und dann eben später in ein paar Jahren wahrscheinlich auch noch einen Film, dass man das sozusagen dann nie ablegen kann? Ja, ich kann Ihnen sagen, das ist wirklich eine total wichtige Frage, weil die habe ich mir tatsächlich gestellt. Ich kann doch nicht allen Ernstes jetzt der Relotius-Entlarver sein, das ist ja absurd. Wissen Sie, warum ich in München die Medientage zugesagt habe, unter anderem? Weil ich mache gerade einen Film über Uli Hoeneß. Das sollte eigentlich diese Woche passieren. Im Übrigen, die ganzen Morgen, also ist es eine Mischung aus Interview mit der Süddeutschen Zeitung, FC Bayern München, Osteinfahrt oder Westeinfahrt, welche Kamera nehmen wir mit? Also das ist echt gerade, das ist wirklich eine Realsatire, was gerade bei mir passiert. Und darum, wie gesagt, ich entschuldige mich nochmal für meine Antwort, ich war echt zu scharf, aber ja. Ich habe das Gefühl, ich habe so ein Déjà-vu, dass ich schon wieder irgendwie in die Wände renne und sage, aber wieso glaubt mir denn niemand, ich bin doch nicht ein Fälscher wie er, bin ich so monothematisch. Ein nicht aufhörender Albtraum? Ja, nur ein Jahr. Mhm. Das Buch war auch deshalb so schwer zu schreiben, wir sind ja in den Medientagen, ich hätte ja nie gedacht, dass der Spiegel das macht. Ich habe beim Schreiben immer gedacht, pass auf, alles, was du hier schreibst, wird die Doc des Spiegels lesen. Nicht mit allem Respekt, Herr Scherz. Das wird die Doc des Spiegels lesen. Das ist die Dokumentation. Das ist, was ich dachte die ganze Zeit, weil ich nie gedacht hätte, dass der Spiegel tatsächlich irgendwann die Größe hat zu sagen, okay, wo ist der Dreck, wo ist die Pfütze, da werfe ich mich hinein. Und es hat auch dazu geführt, ich habe ja auch gelernt, was für eine faszinierende Reaktion das geführt hat. Ich glaube, einige haben gesagt, ihr Schweine, aber viele haben gesagt, Hut ab. Lassen Sie mich ganz kurz dann nochmal das Publikum mit an Bord holen. Es gab ja, im Grunde genommen haben Sie, wenn man so möchte, als Einziges Ihren Job gemacht. Und trotzdem sahen Sie sich quasi von einem Tag auf den nächsten auf der Anklagebank beziehungsweise auf der Anklägerbank und damit haben Sie sich im Grunde genommen ja mehr oder weniger komplett ins Ausgeschossen, weil sich plötzlich das gesamte Haus, so
Nein, das weiß ich nicht. Ich habe ja nur mit einigen gesprochen. Das gut, aber in ihrer Wahrnehmung sozusagen, man hat Ihnen nicht geglaubt. Da gibt es diese Passage, wo von einer Hinrichtung gesprochen wurde. Und wahrscheinlich war es Ihre, Juan. Das ist eine Hinrichtung, entweder deine das oder ist, die von Klaas. Nein, das ist zweifelsfrei. Das war sonnenklar. Ich bin da fertig. Das war überhaupt keine. Wie ist das, wenn man plötzlich die gesamte, wie soll man sagen, die gesamte Macht, nenne ich es jetzt mal, eines Hauses gegen sich. Wie jetzt, dass ich das Gefühl habe, aber seid ihr denn alle verrückt geworden? Verstehen Sie? Ja. Das ist so, also, wie gesagt, selbst wenn ich was, also selbst wenn Klaas Relotius nicht gelogen hat, das war in der Situation, dann müsst ihr mich doch nicht entlassen. Das heißt doch, die Verhältnismäßigkeit ist so, dann sagt doch, komm mal runter, Moreno, Sie haben es ja erlebt, komm mal runter, wir atmen jetzt ein, was hast du denn? Aber die Reaktion war ja nicht so. Die Reaktion war, es gibt keine Debatte, das, was du hast, er sagt es ja, also wird es stimmen, muss ja so sein, weil er das, also weiß nicht warum, aber er muss das sagen, du musst dich irren, adios. Und ich habe so, darum bin ich auch so, meine Frau meint irgendwie, du, das ist so wie so eine, das hat man doch schon mal. Und das ist wirklich so eine ganz schwere, auch so emotionale Phase, wo man überhaupt nicht versteht, was man auch, wie man reagiert. Weil man natürlich weiß, also man kommt jetzt auf eine Bühne hier und macht jetzt irgendwie souverän und stellt sich breitbeinig hin und sagt, also wissen Sie, das ist, wir wissen, was die Intention ist, wir wissen, was geplant ist. Es gibt ein Gerichtsverfahren, das klären jetzt die Anwälte. Und was soll ich dazu sagen? Das ist absurd. Das hätte ich ja genauso sagen können. Aber ich kann das gar nicht sagen, weil es so in mir drin ist, dass ich sage, was ist denn, seid ihr alle verrückt geworden? Mhm. Selbst, wie gesagt, ein großes Wenn, selbst wenn ich mich geirrt habe, da könnt ihr nicht allen Ernstes sagen, ich bin vergleichbar mit ihm. Das ist der Mann, der den größten Medienskandal der letzten Jahrzehnte hervorgerufen hat, der 100 Texte, weit über 100 Texte, journalistisch wertlose Texte produziert hat. Mhm. Ich bin redundant, entschuldigen Sie. Wer hat Sie, was war schlimmer für Sie? Der eigentliche Skandal, das, was Klaas Relotius gemacht hat, oder das Haus, das ihnen nicht geglaubt hat? Ich bin wie gesagt, es war ganz interessant, weil ich habe nicht viel geschlafen, weil ich alle E-Mails durchgegangen bin und so. Da gibt es so einen E-Mail-Verkehr mit einem Kollegen, da schreibe ich ihm, ich verstehe, ihr wollt ihn hinhängen jetzt, aber ich will das nicht. Irgendwie tut er mir auch leid. Und das fand ich mit Relotius, ich habe das nie persönlich genommen. Und Sie sagen ja auch, ist das Buch eine Abrechnung? Sie haben das Buch gelesen, das können Sie selber beantworten. Ob man das Gefühl hat, okay, das hat Moreno mal richtig. Es gab schon eine harte Rivalität zwischen Ihnen. Da war einer, war 16 Jahre jünger und sollte Ihr Chef werden. Naja, das ist kein Grund. Er hat sich erdreistet, Regieanweisungen in ihrem Manuskript zu schreiben. Wenn Sie das so wahrgenommen haben, dass ich das so aus der Warte schreibe, dann muss ich es akzeptieren, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass ich, also... Nee, das hätte ja jeden wahnsinnig gemacht. Nein, das war schon... Glauben Sie mir, mich macht das nicht wahnsinnig und jeden macht das wahnsinnig, dass man einen jüngeren Chef hat. Ja. Oder? Das weiß ich nicht genau, aber dass der sich dann erdreistet hat sozusagen in... Ich meine, Medienfuzzis sind alles irgendwo eitle Fatzken, aber dafür gibt es jetzt Applaus, na gut. Sie stehen auf Beleidigungen? Okay. Was, so ein Publikum? Ja, das sind die aus diesem Facebook. Jetzt will ich aber nochmal auf den Umgang mit dem Spiegel kommen. Es war ja nicht nur der Spiegel, sind ja auch andere große Häuser auf Relotius reingefallen. Haben wir immer noch ein Problem im Journalismus? Oder sagen Sie jetzt, durch diesen Fall sind wir geläutert und jetzt ist alles gut? Ernsthaft? Ja, rhetorische Fragen sind meine Spezialität. Also, Klaas Relotius ist ein singulärer Fall. Ein singulärer Fall. Das wäre so, als würde man einen anderen Hochstapler in der Immobilienbranche oder in der Psychiatrie, ich habe gerade gelesen, es gab einen bei der Berliner Polizei, jetzt einfach als systematisches Problem definieren. Ich weiß nicht, auf welcher Basis man das machen könnte. Es gibt Entwicklungen, die beschreibe ich in einem Buch sehr ausführlich, oder nicht sehr ausführlich, aber am Ende, die natürlich nicht förderlich sind. Da gibt es eine große Rivalität um die besten Geschichten. Wer kriegt
wen, Relotius, was muss man dafür tun? Das sind alles Dinge, die natürlich nicht förderlich sind, um eine ausgeruhte, entspannte, auf extremer, auf Semigenauigkeit basierte Berichterstattung zu machen, weil eine extreme Notsituation gerade herrscht. Das fördert im Zweifel Geschichten, die besonders spektakulär sind. Aber ich glaube nicht, dass Redaktionen auch nach Relotius, aber auch davor nicht gesagt haben, fünfe gerade, warum nicht, wenn es die Leser glauben. Das gab es nicht. Und ich wehre mich auch dagegen, und zwar nicht nur, weil mir das vorgeworfen wird, so sind Journalisten nicht. Die sind doch selber einer. Sie wissen doch, wir haben doch gerade gesagt, welche Standards sie anlegen. Sie haben immer zwei Quellen für alles und die würden beides immer eidesstattlich versichern. Verstehen Sie? Andere Kollegen sind vielleicht nicht so extrem, aber so arbeiten ja viele im Sinne von, ich mache es so gut es irgendwie geht. Das ist ja... Aber sagen Sie jetzt jemanden auf der Straße von Pegida, die Lügenpresse schreien und wirklich überzeugt davon sind, dass wir ein Problem haben im Journalismus. Ich meine... Ja, man kann ja unterschiedlicher Meinung sein. Der wird ja seine Gründe haben, dann soll er mir sagen... Aber wenn der dieses Buch jetzt liest, haben Sie nicht die Sorge, dass der sich bestätigt fühlt? In welchem Zusammenhang? Dass Klaas Relotius Lügner ist? Nein, dass tatsächlich im Journalismus nicht immer alles so stimmt, wie wir es schreiben. Aber versuchen Sie gerade den Einzelfall Klaas Relotius auf die komplette Masse im Journalismus. Ich glaube, ich kann jetzt reden. Das ist der Untertitel Ihres Buches. Der Fall Relotius und die deutsche Presse. Und ich sage nicht, dass es gleich ist. Ich sage genau das Gegenteil von dem, was Sie gerade sagen. Okay. Also verstehen Sie, Sie versuchen gerade aus einem singulären Fall, ich meine, ich kann das Mikro gerne einem Kollegen geben, der sich wahrscheinlich auch angegriffen fühlt. Das ist einfach ein Fall. Und es gibt heutzutage Strukturen, die es Klaas Relotius einfacher gemacht haben. Aber es gibt nicht heutzutage Strukturen, die grundsätzlich Betrüger und Lügner hervorgebracht haben. Das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, es ist natürlich schwieriger, sich als Journalist zu erklären und jemanden, der uns sowieso schon nicht glaubt, jetzt noch zu sagen, pass auf. Es geht, was Relotius angerichtet hat. Ja, das stimmt. Das ist furchtbar. Natürlich ist es ein Argument für den Pegida-Mann, der schreit. Aber den Pegida-Mann kann man einfach, oder der Pegida-Frau, kann man einfach nur sagen, so arbeiten wir. Das sind die Standards, die wir versuchen. Schließen wir aus, dass wir Fehler gemacht haben? Nein, niemand schließt aus, dass er Fehler hat. Wer ist diese Demut, die man in dem Beruf haben soll, die soll ja nicht verschwinden. Aber welche Berufsgruppe kann das sagen, dass sie keine Fehler machen kann? Nie. Ehrliche, aufrichtige Fehler. Zum Beispiel, man schreibt den Namen und die Autokorrektur wechselt den Namen auf einen anderen Namen und drei Lektorate gehen drüber und drei sehen es nicht. Sagt das, dass ich deswegen ein schlechter Journalist bin, dass die Branche deswegen in die Nähe von Relotius? Verstehen Sie, wenn wir die Verhältnismäßigkeit nicht wahren und wir alles sagen, ja Skandal, weil natürlich, wir sind Aufzugsfahrer, wir wollen mit hoch und mit runter, aber wir sollten, und das machen ja auch die meisten, wir sollten natürlich schon gucken, okay, wo hält der Aufzug jetzt? Also vielleicht muss er jetzt nicht gleich in die Hölle, das reicht ja, wenn man den mal zwei, drei Etagen runterfährt. Aber verstehen Sie, ich finde das so wahnsinnig. Lassen Sie mich noch mal anders formulieren. Ja? Relotius mag jetzt weg sein, aber ist das System Relotius noch da? Sie haben das Buch ja gelesen. Das System Relotius. Das System, das es Ihnen leicht gemacht hat, haben Sie ja selber gerade erwähnt. Naja, Sie dürfen nicht jetzt sagen, ich habe System dort definiert, ganz klar. Das ist sein System, seine systematische Herangehensweise an diesen Job und diesen Aufstieg. Ich sage nicht, es gibt... Das System, das es ihm möglich gemacht hat, dass er damit sozusagen durchkommt, dass er so viele Preise kassieren konnte, dass man es lesen wollte, was er dort zusammengerichtet hat. Das meine ich mit dem System. Also, gibt es die Gefahr, dass heutzutage ein junger, talentierter Mann oder eine junge, talentierte Frau denkt, ich schwindle mich an die Spitze des Journalismus, ich fake Telefonnummern, ich fake Facebook-Accounts, ich behaupte, ich bin dort und dort, lüge einen Fact-Checker an, führe Gespräche, die gefaked sind und lege das dann einem Magazin vor. Ist diese Gefahr jetzt kleiner? Ich weiß es nicht. Ist es möglich, dass es passiert? Das ist eine triviale Frage. Natürlich ist es möglich.
Verstehen Sie? Natürlich ist das möglich. Es wird doch absurd zu glauben, es ist, wir können nach dem Fall Relotius ausschließen, dass Menschen, die im Journalismus tätig sind, aufhören, Menschen zu sein, weil Menschen, wie wir alle lügen, wissen, alle lügen. Möglicherweise. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist aber schwierig. Abschließende Frage. Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie sind kein Held und wollten auch nie einer sein. Da sind Sie so reingerutscht. Sie schreiben, Zitat, das ist kein guter Ort, an dem ich da bin. An welchem Ort sind Sie denn jetzt? Ja, prophetisch, oder? Also sagen Sie, also es steht ja drin, ich kenne ja das Geschäft. Ich habe nur nicht, ich dachte, ich kenne das Geschäft und relativiere das jetzt gerade, weil ich dachte, okay, der wird mit irgendwas kommen und dann wird es irgendwie wackeln. Aber ich hätte nicht gedacht, ich hätte gedacht, naja, er schlägt halt zurück erwartungsgemäß und jetzt nur mal gucken, was passiert. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sofort da tatsächlich, okay, es steht 1-1. Moreno 1, Klaas Relotius 1. Das ist, was, naja, insinuiert wird, unter anderem in der Zeit. Und das tut weh, also das tut aufrichtig weh. Glauben Sie, dass wenn sich der ganze Rauch gelegt hat und die Scheinwerferlichter wieder etwas zurückgehen, dass sie da ohne Kratzer und Blessuren wieder davonkommen oder nein, ob etwas nachhängen wird? Nein, da bleibt was hängen. Also das ist einfach so. Der Tweet ist, glaube ich, wieder weg. Ich bin nicht so aktiv, aber der Tweet bei der Zeit war sinngemäß auch Juan Moreno mit dem Morbus Relotius infiziert. Das geht ja nicht weg heutzutage. Verstehen Sie? Das ist einfach da. Und das ist unter uns, nicht unter uns, aber das ist, glaube ich, auch die Intention. Also das ist ja, was damit gemacht wird. Die Vorwürfe, da steht tatsächlich drin, ich habe den Satz geschrieben, die Tür war stets zu und ich suche jetzt Kollegen, die das heiligstattlich versichern und der Vorwurf ist, Türen sind naturgemäß nicht stets zu. Das ist der Vorwurf, das ist einer dieser 22 Punkte, die da drin stehen und der Qualität habe ich noch ein paar mehr und das ist einfach eine Situation, die wird immer bleiben. Die Überschrift lautet 22 Dinge in diesem Ding. Ich habe mit dem Medienwald oder beziehungsweise mit Medienwald einen Kollegen gesprochen und mit dem habe ich dann irgendwie kurz hin und her gemailt. Der fragt halt pro Kapitel, weil der sagte, das ist normalerweise, wenn Sie mit dem Standard durchgehen, bei jedem finden Sie Dinge, die man angreifen kann. Schauen Sie heute anders auf den Journalismus, jetzt unabhängig von der Fälschungsgeschichte? Ja, das überrascht mich. Ich verstehe, also vielleicht war es Frisches, vielleicht wenn ich in 2 Wochen bin ich da auch gelassener und so. Ich habe das, kein Witz, ich mache das seit 20 Jahren, ich hätte das nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass es passiert, ich hätte gedacht, naja, mal gucken, Moreno, warum soll der perfekt und so. Aber die Wucht, dass man das gleichsetzt, das hätte ich nicht erwartet, das stimmt. Ich muss 2 los, also wirklich. Wir streamen ja gerade ins Netz und wir wissen auch, dass Relotius nicht unbegabt ist mit Internetrecherchen. Meinen Sie, er schaut uns gerade zu? Und Sie werfen mir Schleifen vor, was weiß ich? Nein, keine Ahnung. Nein, einfach nur so. Ich grüßen? Nein. Was würden Sie ihm denn sagen? Was würden Sie denn sagen, wenn er jetzt hier wäre? Lass uns reden. Erzähl es mir, du sagst doch, du stellst dich der Sache. Dann lass uns doch reden. Lass uns das machen. Ist doch, also, wie gesagt, es ist doch ganz leicht. Wenn es stimmt, und es ist ein Wenn von der Größe eines Hochhauses, wenn es stimmt, dass das wirklich so ist, dass ich einen Fehler gemacht habe, dann bin ich auch der Erste, der sagt, na selbstverständlich wird das weggemacht aus dem Buch. Natürlich. Das Problem wird sein, dass ich halt die andere groteske Geschichte oder eine der 7 anderen grotesken Geschichten dann aufschreibe in der nächsten Fassung, die exakt das Gleiche darstellen. Nämlich, dass er noch weiter lügt, weil das wird ja offensichtlich nicht angezweifelt im Buch. Das steht ja genau so drin. Also das, was ich sage, steht ja drin, es wurde nicht bezweifelt. Aber lass uns das machen, lass uns darüber reden, natürlich. Das ist, was Menschen tun. Wie andere Art der Kommunikation soll es denn geben? Doch nicht über einen Scherz. Lassen Sie uns reden. Ja, natürlich. Er und ich, wir reden und dann kommen wir klar. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe, absurd zu glauben, dass ich dann denke, nein. Der Punkt ist nur, ganz aufrichtig, ich glaube, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich glaube, ich habe die Standards angelegt, die man halt anlegt, die ich glaube, man anlegen muss. Und
was ich belegen kann und an E-Mails bekomme und jetzt versuchen natürlich irgendwie unsere ganzen Zeugen und die Belege, das machen wir jetzt und dann wird es eine Gerichtsverhandlung geben und dann schaut man, was am Ende übrig bleibt. Aber diese Verurteilung, das ist, was mir so, ja, ich bin so ein bisschen redundant gerade, aber das ist, was wehtut. Man spürt jedenfalls, dass Sie... Emotionen. Dass Sie große Emotionen haben. Ich danke Ihnen trotzdem, dass Sie sich heute hier gestellt haben auf den Münchner Medientagen. Juan Moreno, vielen Dank. Und Grüße an Herrn Hoeneß. Grüße an Herrn Hoeneß. Und hier sind wir immer noch auf den Medientagen. Wir sind so ein bisschen im Endspurt drin, Tag 3, jetzt Freitagnachmittag. Und jetzt als nächstes gibt es ein sehr interessantes Panel. Wir werden uns über investigativen Journalismus unterhalten. Hier im Titel steht drin, zwischen Klischee und harter Wirklichkeit. Was wird uns erwarten, Michael? Ich kann jetzt die Glaskugel auspacken, weil das Panel ist ja noch nicht gelaufen, aber es ist trotzdem sehr spannend, weil die Teams, die sich gebildet haben in den letzten Jahren beim investigativen Journalismus, sind ja sehr ungewöhnlich. Wenn wir so die Urzeiten des Journalismus zurückgehen, so ich sag mal so die großen Investigativgeschichten der letzten 20, 30, 40 Jahre, da war ja immer so, die will man als eine Zeitung für sich claimen, als ein Haus für sich claimen. Und in den letzten Jahren hat es eine globale Zusammenarbeit über verschiedene Mediengattungen und konkurrierende Unternehmen hinweg gegeben, also dass man öffentlich-rechtlich und mit einem privaten Zeitungsverlag zusammenarbeitet, in dem einen Land mit dem anderen und dieser Organisationsaufwand dahinter, also diese Struktur zu sagen, wir machen hier eine globale Geheimhaltung, wir gehen alle am selben Tag mit derselben Story raus und wir prüfen auch gemeinsam dieses ganze Material. Also echt, Hut ab, das ist ein Riesenaufwand. Es hört sich, wir hören gerade, das Panel läuft und dann wünschen wir euch ganz viel Spaß dabei. Tim Loh ist ein amerikanischer Kollege von Bloomberg, der uns ein bisschen erzählen kann, wie sich Investigativjournalismus in den USA und in Deutschland eigentlich voneinander unterscheiden. Herzlich willkommen, Tim. Annette Dovideit ist Chefreporterin, Chefinvestigativreporterin bei der Welt, Springer, und hat in der vergangenen Ausgabe der Welt am Sonntag zum ersten Mal als aufmachende Geschichte geschrieben mit einer internationalen Kooperation, die sie angeleiert hat. Herzlich willkommen. Frederik Obermeier, einer der beiden Obermeiers, den kennen Sie alle von der Süddeutschen Zeitung, bekannt durch die Panama Papers, durch seinen Pulitzerpreis, durch seine vielen Bücher und zuletzt durch das Strache-Video, das immerhin die österreichische Regierung gestürzt hat. Herzlich willkommen. Wir duzen uns, glaube ich, fast alle hier, oder? Duzen wir uns? Okay, wunderbar. Das macht es einfacher. Frederik, gerade habe ich dich vorgestellt als den, der die österreichische Regierung gestürzt hat. Als Investigativreporter, was ist denn dein Ziel? Was möchtest du erreichen an Wirkungen, an Impact? Also zunächst mal, ich finde nicht, dass ich oder meine Kollegen und Kolleginnen die österreichische Regierung gestürzt haben. Ich finde, Herr Strache hat sich selber gestürzt durch die Äußerungen, die er getätigt hat auf Ibiza. Aber trotzdem sind wir damit schon beim Kern. Ich glaube schon, der Wesenskern von investigativem Journalismus ist, was zu veröffentlichen, was andere verbergen wollen und im Dunkeln halten wollen. Und das war bei Strache ja der Klassiker. Herr Strache war ja nach außen hin, hat er ja schon von sich immer so das Bild gezeichnet, ich bin der Saubermann, ich bin Law and Order, die anderen sind die Korrupten, bei mir läuft alles sauber. Und dann hat man gesehen, wie es dann mal abläuft, wenn er glaubt, dass er unbeobachtet ist, wenn er nicht vor einem ganzen Bierzelt steht, wenn er nicht vor einer johlenden Meute von FPÖ-Anhängern steht, wenn er nicht im Fernsehen steht, wo die Kameras offen ihn filmen, sondern wie er denkt, wie er tickt, wie er handelt und vor allem, wie er sitzen bleibt, wenn von Korruption die Rede ist, von Schwarzgeld, von gekauften, im Endeffekt einem gekauften Wahlsieg oder gekauften Wahlprozenten. Würdest du sagen, das ist auch eine Definition von Investigativjournalismus aufdecken, was sonst verborgen bliebe? Für mich persönlich muss ich schon sagen, ja. Ich weiß nicht, wie es die anderen sehen, aber ich glaube, das ist der Kern dessen. Und man muss aber trotzdem auch noch sagen, mit dem kleinen Sternchen, was von öffentlichem Interesse ist. Mir ist es relativ egal,
Wenn irgendwie der eine sich über den Nachbarn beschwert, bei dem der Baum nicht regelgerecht gestutzt ist und über den Gartenzaun drüber geht, oder ob die sich irgendwie gegenseitig Gülle in den Garten kippen. Solche Tipps und Quellen melden sich bei uns natürlich auch bei der SZ, aber das sind nicht die Geschichten, für die sich investigativer Journalismus interessieren sollte, sondern für uns, glaube ich, und da glaube ich, kann ich ja für alle hier wahrscheinlich auf dem Podium sprechen, es sind die Geschichten, die uns alle als Gesellschaft angehen, die uns weltweit oder bei uns hier im Land, in Deutschland oder in Bayern bewegen und die von großem öffentlichen Interesse sind. Wir fragen die anderen auch gleich noch. Mich würde von dir noch interessieren, ist dieses Strache-Video wirklich Investigativjournalismus? Wie viel Recherche geht dem voraus und wo ist da die Abgrenzung? Da schwingt so ein bisschen das mit, was ich auch danach öfters gehört habe. Na, euch wird doch dann ein Video hingelegt und dann habt ihr es veröffentlicht. Aber den Kollegen oder auch Lesern und Leserinnen kann ich nur sagen, wäre immer dabei gewesen, wie hart es war, so das zu verifizieren. Ich meine, es war ja nicht nur ein Video. Ein Video hätte man einfach genommen und veröffentlicht. Es ging ja darum, zu prüfen. Erstmal ist dieses Video gefälscht. Das ist schon mal der erste Punkt. Dann sind die Personen, die darauf zu sehen sind, da reden wir jetzt alle so selbstverständlich, dass es Strache und Herr Gudenus waren. Das konnten wir konnten damals nicht wissen, ob sie es bestreiten womöglich. Deswegen haben wir ja Gutachten anfertigen lassen, ob sie es sind. Wir sind allen Hinweisen, die sie in diesen mehreren Stunden auf Ibiza, was sie da erwähnen, welche Personen sie erwähnen, welche Firmen sie erwähnen, denen sind wir allen nachgegangen. Und das ist, finde ich, klassischer Journalismus und auch Investigativjournalismus. Mhm. Ich glaube, das nur zu veröffentlichen, das hat schon Grund, also unter anderem ja auch einen rechtlichen, warum wir nicht einfach diese mehrere Stunden Video ins Netz gestellt haben, sondern warum wir eingeordnet haben, warum wir überprüft haben und warum wir auch Dinge, die nicht von öffentlichem Interesse sind, weggelassen haben. Wir werden auch immer gefragt, warum veröffentlicht ihr denn nicht alles? Gerade in Österreich hört man das sehr, sehr viel, selbst wenn man auf der Straße in Wien rumspaziert. Der Grund ist, dass Herr Strache und Herr Gudenus da Gerüchte verbreiten, unbestätigte und auch, wie sich herausstellt, mittlerweile auch einige Sachen, die offenkundig unwahr sind, die verbreiten sie auch über das Privatleben von anderen Politikern. Das hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Annette, ich würde die Frage auch gerne an dich richten. Ich glaube, ihr hattet bei der Welt sogar mal eine Definition, von welchem Impact ihr erreichen wollt. Ja, wir haben mal unter einem früheren Chef, der unser Investigativteam damals gegründet hat, der hatte die Idee, dass man quantifizieren kann oder einordnen kann, wie wichtig welche Art von Recherche ist, mit dem Ziel, dass man sich eigentlich nur den Recherchen annimmt, die allerwichtigsten sind. Wir hatten damals ein Punktesystem von 1 bis 5, wo man gesagt hat, also 1 ist halt eine Nachricht, wo man einfach jemanden interviewt hat und der hat einem ein exklusives Zitat gegeben, was man dann auf Nachrichtenagentur gibt. Und 5 ist eigentlich das, was man wirklich möchte als Investigativjournalist, nämlich dass man den Missstand, über den man berichtet, dadurch abschafft. Dass man zum Beispiel, also dass man wirklich eine gesellschaftliche Veränderung erwirkt. Zum Beispiel, dass sich ein Gesetz ändert, wo wir vorher herausgefunden haben, dass das nicht funktioniert. Und was hältst du davon? Ich finde, ehrlich gesagt, es ist eine gute Idee, dass man versucht, Rechercheergebnisse messbar zu machen, auch wenn das natürlich sehr, sehr schwierig in der Umsetzung ist und man ganz viel interpretieren muss oder so, auch um sagen zu können, ist das jetzt eine 4 oder ist das eine 5? Also das ist natürlich das Problem, dass dann zum Beispiel ein Chef über die Arbeit eines Kollegen urteilt und sagt, ich würde deine Recherche jetzt in die Kategorie 5 einordnen. Aber eigentlich finde ich, ist es eine sehr gute Idee, dass man überhaupt bei der Themenauswahl, so wie du es eben gesagt hast, sich mal überlegt, gehe ich jetzt eine Geschichte wirklich an? Hat die wirklich bundesweite Bedeutung? Geht es hier wirklich um einen Missstand, der alle betrifft oder der ganz viele Menschen im Land betrifft? Und das ist halt, geht so ein bisschen häufig, finde ich, in der täglichen Arbeit von Investigativjournalisten auch verloren, dass man dann irgendwie was auf den Tisch kriegt und denkt so, ah, da sind jetzt zum Beispiel zwei Promis, die streiten sich über den Apfelbaum oder so, ach, das ist doch interessant. Und dass man dann erstmal einen Schritt zurücktritt und denkt so, ja, Moment, aber hier haben wir ja kein politisches Systemversagen, das ist zwar irgendwie geil, aber es sollte ja nicht unser Anspruch sein. Da finde ich, dafür ist es halt tatsächlich sinnvoll, dass man so einen Katalog hat. Also es erleichtert die Themenauswahl. Ja. Also ich meine, wir haben ja sehr viel Konkurrenz auch im Investigativjournalismus. Wir haben ganz viele tolle Leute, die das machen. Und dann hat man eben auch so einen Druck, dann zu sagen, jetzt
hauen wir mit unserem Team mal irgendwie die nächste geile Geschichte raus, damit man uns auch sieht. Und darin verbirgt sich, finde ich, so ein bisschen die Gefahr, dass man auf Sachen geht, die zwar öffentlichkeitswirksam sind und für viel Aufmerksamkeit sorgen, aber eben nicht wirklich relevant sind. Deswegen finde ich, es hilft dann mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, Moment, wem hilft das eigentlich, wenn wir das jetzt machen? Habt ihr eine Form, in der ihr irgendwie euch entscheidet oder eine Entscheidungshilfe habt, was ihr für Geschichten macht und welchen Impact ihr erzielen wollt? Also so ein stufenweises System haben wir nicht. Also für uns gilt auch ganz klar, ein Thema muss relevant sein und es muss ein systemisches Problem erkennbar sein. Ich wäre allerdings ein bisschen vorsichtig mit so einem, mit dem Ziel, bei einer Geschichte den Missstand abschaffen zu wollen, weil das ist, glaube ich, aus meiner Sicht nicht unsere Aufgabe als Journalisten. Wir können auf diesen Missstand aufmerksam machen und dann, wir können auch immer wieder darauf aufmerksam machen, aber wir können die Probleme nicht selber abschaffen. Ich glaube, da kommt man ganz schnell an eine Grenze auch zum Aktivismus und da wäre ich etwas zurückhaltend mit. Mhm. Das ist ein spannender Aspekt, glaube ich. Wo ist da die Grenze zwischen Investigativjournalismus und Aktionismus? Ne? Weil es ist ja schon befriedigend, wenn eine Steuergesetzgebung geändert wird, die so nicht zu halten ist, zum Beispiel. Wenn die Rechercheergebnisse da, also so sind, dass man zu der Erkenntnis kommt, das ist nicht okay und dann wird es danach abgeschafft, das ist natürlich ein Impact, den man, glaube ich, erzielen möchte. Aber ich glaube, man kann nicht immer an eine Recherche rangehen und das, und, oder ich glaube, man kann nicht an eine Recherche rangehen und das Ziel haben, einen Minister stürzen zu wollen. Ich glaube, dann läuft was schief. Und ich glaube auch, dass investigativer Journalismus auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen spielt. Jede Geschichte ist anders. Es muss immer aus der Recherche kommen. Und investigativer Journalismus ist genauso relevant in Regionalmedien, genauso wie auf bundesweiter Ebene. Und ja, ich glaube, mit so einem Stufensystem kann man sich, also würde ich eine Gefahr sehen, sich vielleicht auch zu verrennen. Mhm. Herr Schmidt, was denken Sie? Also welchen Impact wollen Sie eigentlich? Sie sind seit 20 Jahren im Investigativjournalismus. Also was ist Ihr Ziel? Ehrlich gesagt, mir sträuben sich da die Nackenhaare, wenn ich sowas höre. Wenn wir im Spiegel so arbeiten würden, hätte es die Enthüllung um das Sommermärchen nie gegeben. Ich halte es für völlig abwegig, Geschichten sozusagen danach designen zu wollen, weil man am Anfang tatsächlich nie weiß, wo man zum Ende rauskommt. Und selbst wenn man am Anfang glaubt, man hat eine gute Geschichte, weiß man überhaupt nicht, ob sie Impact hat oder nicht. Wir haben genug Geschichten gehabt und wir sind ein Team mit 3 Leuten, die alle das seit 20 Jahren machen und wir trauen uns mittlerweile nicht mehr, vorherzusagen, welche Geschichte läuft und welche nicht. Von ganz wenigen Beispielen abgenommen. Wir haben Geschichten gehabt, Korruptionsgeschichten, die wirklich, ich sag mal, da ging es um die Bundesdruckerei, ist ja nun kein unwichtiges Unternehmen, da ging es um hohe Korruption. Wir haben gedacht, das wird laufen wie geschnitten Brot, damit kommen wir in die Tagesschau. Nichts war der Fall. Wir haben 2 oder 3 Geschichten nachgeliefert, die hat keiner interessiert, die hat keiner nachgedruckt. Die sind ja auch nicht im Rechercheverbund. Ja, vielleicht ist das ein Problem. Da fehlt an der Stelle uns hätte so ein bisschen Pushing von Seiten NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung gefehlt. Das haben wir dann auch mal versucht, sowas, und das ist dann leider ziemlich schief gegangen. Da reden wir gleich noch drüber. Okay, reden wir nachher drüber. Von daher, ich bin mir mittlerweile wirklich bei ganz vielen Geschichten bis zu einem ganz späten Zeitpunkt nicht sicher, ob sie funktionieren und ob sie laufen. Früher war das einfacher. Haben sie auch eine Geschichte einfach auf den Äther gegeben und die hat sich dann, wenn die Spiegel gelabelt war, irgendwie verselbstständigt. Heute müssen sie ihre eigenen Geschichten pushen über Social Media. Sie müssen ein Making-of machen. Das ist auch alles nett und das ist alles gut, aber das hat sich tatsächlich verändert und wir werden, und das ist das Problem, was ich sehe, dass investigativer Journalismus in ganz vielen Bereichen einfach auch ein Marketinginstrument geworden ist. Jede Zeitung hat in dieser Zeitungskrise die Problematik, dass man was Originäres bringen muss, dass man was Eigenständiges bringen muss. Da haben ganz viele Zeitungen das Investigative entdeckt. Das ist erstmal eine sehr positive Entwicklung, weil natürlich, wenn viele Augen auf eine Gesellschaft gucken, ja, das besser ist. Aber ich sag mal, unter dem Label investigativ wird inzwischen sehr viel verkauft, das eigentlich gar nichts mit investigativ zu tun hat. Haben Sie was ein Beispiel einfach für eine, das? Was einfach, nee, muss ich jetzt gar kein Beispiel nennen, aber was einfach eine schlichtweg ordentliche... Das würde mich schon interessieren. Man kann ja nicht heiße Luft vermarkten. Das muss ordentlich, schon was nein, sein. Das nicht, aber was einfach eine ordentliche, gute Recherche ist. Also es wird natürlich irgendwie alles, wenn es das Branding investigativ drauf ist, dann kriegt es halt irgendwie, dann pimpt man eine Geschichte. Ne? Auch wenn es eine ganz normale, ordentliche, gute Recherche war. Und was verdient das Label investigativ? Ach, gute Frage. Ich glaube, die Geschichten, die tatsächlich
wo Kollegen gegen Widerstände, da bin ich bei Frederik, gegen Widerstände Sachen aufgebohrt haben und Sachen ans Licht gebracht haben. Und also Juan Moreno ist da ja eigentlich das beste Beispiel. Ehrlich gesagt ist fast eine investigative Geschichte, ja. Ich würde sagen, es ist total eine investigative Geschichte. Das ist die investigative Geschichte. Geschichte des Jahres wahrscheinlich, ne? Strache. Und er ist nicht in einem Investigativteam. Genau. Man muss nicht in einem Investigativteam sein, um gute investigative Recherchen zu machen. Okay, aber da sind wir jetzt beim nächsten Thema. Sie wollten ja beim Spiegel ein Investigativteam gründen. Ne? Was ist denn damit eigentlich passiert? Nee, ein Investigativteam wollte der Spiegel nie gründen, weil der Spiegel in seiner DNA hat, und das ist eine Debatte seit, ich glaube, als Hans Leindecker hat, das ist das erste Mal versucht, 1998, im Spiegel gibt es eine klare Ansage, jeder sollte investigativ sein. Und deshalb wollte man nie ein eigenes Investigativteam gründen. Bis vor kurzem, es wurde ein Investigativchef sogar schon benannt, ja, dessen eine Geschichte sich offenbar nicht belegen ließ. Ja. Wo steht es? Wenn ich mich dazu nähere äußere, habe ich mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Okay, dann lassen wir erst mal da stehen. Das nicht, aber was man natürlich sagen kann und was dieser Fall Relotius und jede Geschichte, die, ich sag mal, als investigative Geschichte entlarvt wird, dass sie nicht sauber gearbeitet worden ist, spielt den Rechten momentan in die Hände, spielt allen Leuten in die Hände, die über Fake News klagen. Und wir haben ja als investigative Journalisten ein ganz großes Problem. Wir haben ja manchmal ein Problem, Sachen zu belegen, also öffentlich zu belegen. Denn wir können ja manchmal nicht Dokumente einfach ins Internet stellen, weil diese Dokumente sind irgendwo gekennzeichnet und es wird klar, wer die Quelle ist. Wir haben halt einfach das Problem, dass wir an der einen oder anderen Stelle mit Quellen im Umgang mit der Öffentlichkeit ganz vorsichtig sein müssen, obwohl wir natürlich lieben gern den Lesern sagen würden, ja, hier Leute, das ist Informant, der ist total glaubwürdig, der sitzt an der Quelle, der hat die und die Papiere geliefert, das ist alles safe. Aber das können wir nicht an der einen oder anderen Stelle. Und das macht, das hat über Jahre gut funktioniert, aber ich sag mal, so ein Fall wie Relotius, der dann eine allgemeine Skepsis gegenüber Journalismus und Quellen einfach liefert, es hat uns da einen Bärendienst erwiesen und hat, glaube ich, uns allen hier in der Runde das Leben schwerer gemacht. Ja. Jörg, jetzt haben wir Themen angesprochen wie Recherchekooperation, Quellen, also Whistleblower, die Glaubwürdigkeit von Journalismus. Was ist eigentlich Investigativjournalismus? Wir vertiefen das jetzt nicht weiter, sondern während des Panels, weil ich gerne Tim auch noch fragen würde, unterscheidet sich das Ziel, das sich Investigativjournalismus setzt in den USA von Deutschland, bei Bloomberg, vielleicht von deutschen Medien? Welchen Impact möchtet ihr erreichen als Investigativjournalisten? Ist das in den USA anders? Das ist eine gute Frage. Bei Bloomberg, wo ich arbeite, würde ich sagen, das Ziel auch oft ist Erklärungsarbeit. So, wir sind ganz tief in, also die Firma selbst, Bloomberg, ist so auf Daten gegründet und alle die Journalisten, also die Journalismus Teil wurde später hinzugefügt zu Bloomberg. Und wir arbeiten in ganz, also die Themen sind ganz, also Finanzmärkten sehr kompliziert und oft es hat eine Wirkung auf die Gesellschaft und die Leute, auch in Deutschland oder in Amerika. Aber sehr oft ist es, dass die Leute, die Gesellschaft nicht versteht, die Einzelheiten und so, es kann so spezifisch sein. So, bei uns, es ist sowohl ein Ziel, also Investigativismus zu machen, aber auch zu erklären. Und ich sehe keine, also ich bin ein Jahr schon in Deutschland gewesen, vorher war ich in New York, und ich habe wirklich bei uns keinen Unterschied gesehen. Ich denke, dass, also in generell, bei anderen, also lokale Zeitungen oder große Zeitungen in den USA. Es ist vielleicht ein bisschen schwieriger geworden, um zu zeigen, was für eine Auswirkung man hat. Die Gesellschaft ist ein bisschen, man weiß, ein bisschen polarisiert geworden. Und ich habe sehr gute Projekte gesehen und man merkt sofort, dass es gibt einen Teil der Bevölkerung, die das sofort nicht glauben wird. Das ist ein Problem, ich denke. Und für die Journalisten selbst, man
denkt vielleicht ein bisschen langfristiger. Wir können das, also Sie haben das schon erwähnt, du hast das schon erwähnt. Wir können das darlegen und hoffen und wieder darlegen und wieder darlegen und hoffen, dass irgendwann das wird so etwas vielleicht ändern. Also du sagst, dass investigative Geschichten oder insgesamt Journalismus angezweifelt wird in den USA stärker als in Deutschland? Ich schätze es so. Ich würde sagen. die Polarisierung in den Medien in den USA ist sehr stark gewachsen in den letzten 10, 20 Jahren. Und besonders in den letzten paar Jahren. Also wenn man sieht das jeden Tag, so wenn man besonders auf Twitter ist, das kann ein bisschen gefährlich sein. Ja. Also Fake News, das aus einem Thema so verbreitet und New York Times, ich habe gestern gelesen, dass ich denke, der Präsident Trump hat versucht, dass die Leute in der Regierung in den USA nicht mehr New York Times oder Washington Post bekommen an der Arbeit. Und ich denke, das ist nicht so weit in Deutschland. Ist nicht so weit weg in Deutschland? Nee, das, ja. So weit ist es noch nicht in Deutschland? Genau, es ist nicht der Fall hier. Okay. Frederik, ist das was du auch erlebst? Also unglaublich aufwendige investigative Recherchen und dann wird die Glaubwürdigkeit der Geschichten angezweifelt? Im Kleinen schon, aber ich glaube, dass wir in Deutschland noch bei weitem nicht so weit sind, wie es in Amerika ist. Wenn man sich anschaut, was amerikanische Medien zurzeit wirklich tagtäglich ausgraben, was die für tolle journalistische Arbeit machen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die New York Times und die Washington Post, bei denen ich es übrigens super Lob finde, dass Trump sie nicht mehr oder dass diese Weisung ausgibt, dass sie nicht mehr abonniert werden dürfen, weil das spricht ja dafür, dass ihm das wirklich trifft und dass sie den Nerv, also die Wahrheit getroffen haben. Aber es ist schon erschreckend, wenn man so schaut, was Bloomberg, was NPR, was da so wirklich tagtäglich veröffentlicht wird, was, glaube ich, schon vor 2, 3 Jahren noch ein riesiger Skandal gewesen wäre, der irgendwie Wochen und Monate die Talkshows gefüllt hätte, wo man die Kommentarspalten, wo man darüber geredet hätte, nicht nur in Amerika, sondern auch hier. Aber jetzt haben wir halt einfach da, pardon, aber einen Präsidenten da drüben hocken, der täglich lügt. Und damit muss man sich erstmal auch klarkommen. Und dann auch gleichzeitig der Punkt, ja, es gibt ein Publikum und das ist, ich weiß, ich traue mich schwer einzuschätzen, ob es größer oder kleiner wird oder ob es stagniert, die nicht mehr erreichbar sind für das, was wir veröffentlichen und die auch nicht mehr für Argumente erreichbar sind. Wenn man zum Beispiel jetzt auf Strache zurückkommt, auf das Ibiza-Video, natürlich gibt es so eine Hardcore, mittlerweile darf man nicht mehr FPÖ-Wählerschaft sagen, weil ich mich frage, wie lange Herr Strache noch in der FPÖ ist, aber Hardcore-Strache-Fans, für die sind da nicht mehr für Argumente erreichbar. Trotzdem haben wir uns bei der Recherche schon auch die Frage gestellt, wie gehen wir eigentlich damit um, zwischen diesen zwei aneinanderzerrenden Kräften. Zum einen Quellenschutz. Wir werden nicht offenbaren, woher wir dieses Video haben. Auf der anderen Seite aber diesen Drang und auch, finde ich, diesen Willen, den wir auch haben, so transparent wie möglich zu sein. Wie können wir jemandem entgegnen, der sagt, was ihr da in der Zeitung geschrieben habt, das kommt auch in dem Video gar nicht vor, weil es ist nicht in diesen paar Minuten, die ihr veröffentlicht habt. Wie geht man damit um? Wir haben uns da wirklich den Kopf zerbrochen und da sind wir zum Beispiel dann zu dem Schluss gekommen, okay, dann heuern wir jetzt einen Anwalt an, einen Anwalt, den die SZ davor noch nicht mandatiert hatte. Den haben wir, nachdem er eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet hat, haben wir vor dieses Video gesetzt und haben ihm quasi unser Transkript gegeben und haben ihm dieses Video durchschauen lassen, damit er bestätigen kann, das, was er auf dem Video hört und sieht, ist 1:1 so in unserem Transkript und dadurch auch stimmen auch die Zitate in der Zeitung, dass wir, ohne unsere Quelle zu gefährden, ihn vor Gericht zum Beispiel als Zeugen hätten laden lassen können und sagen können, Herr so und so, haben Sie denn das gesehen auf dem Video? Und er hätte es bestätigen können. Aber ich glaube, da muss man kreativer werden und aber auch gleichzeitig auch nicht, also das sage ich mir jetzt auch selber irgendwie so ein bisschen, auch nicht verzagen, so wenn man einfach merkt, dass es ein paar Leute gibt, die wird man nicht mehr erreichen, glaube ich. Das heißt aber, diese Leute verändern auch das Arbeiten? Ja, und nicht nur, das muss ich aber auch hier mal sagen, auch nicht nur zum Schlechteren. Ich glaube schon auch, so sehr uns dieses Fake News Geschrei nervt, ich glaube schon auch, dass es uns alle auch ermahnt hat, so was so die journalistischen Standards sind und auch ermahnt hat, dass auch so kleine Schludrigkeiten, die wir, muss man auch sagen, wir sind alle Menschen, die jedem passieren können, dass wir da
besser aufpassen müssen und im Zweifel noch eine Schleife einbauen müssen, wo wir Fact checken, wo wir einen Redakteur haben, der nochmal drüber liest, der nochmal kritische Fragen stellt, um sowas auf ein wirklich möglichst auf null, aber selbst, ich glaube, das ist illusorisch, aber auf ein möglichst geringes Level runterzudrücken. Jörg, da würde ich das Wort jetzt doch gerne nochmal an dich richten. Du hast vorher selbst Relotius und den Investigativchef, der es dann doch nicht wurde, genannt. Wie geht man damit um, jetzt in diesen Zeiten beim Spiegel, mit genau diesen Fragen? Na, ich glaube, dass der Spiegel, also der Fall Relotius, muss man sagen, da ist jemand auch geprügelt worden in einer Abteilung im Spiegel, die, vor der ich allerhöchste Hochachtung habe, nämlich die Dokumentation. Und die ist deshalb in diesem Fall leider involviert gewesen, weil in dem Fall ist die Gesellschaft, das Gesellschaftsressort, einen einzelnen Dokumentar hatte, der jede Geschichte gedockt hat. Wir arbeiten ja nun in verschiedenen Bereichen, also mal im Sport, mal in der Wirtschaft, mal in der Politik. Und da haben wir eigentlich immer Dokumentare, die sozusagen Fachleute sind. Also wenn wir eine Geschichte haben, wo es Steuern eine Rolle spielt, gibt es eine Dokumentation, Holger Wilkopp, der kennt Steuern hoch runter. Und so gibt es quasi im ganzen Haus. Wir haben 70 Dokumentare, die diese Geschichten wirklich normalerweise auf Herz und Nieren prüfen. So. Ich meinte das jetzt vor allem in die Zukunft. Ja, die werden noch schärfer und das ist, glaube ich, das was tatsächlich sein muss. Die werden noch schärfer darauf gucken müssen. Wir werden selber uns, glaube ich, eine ganz neue Form von Rechtfertigung bewegen müssen, wie wir unser Material rechtfertigen. Frederik hat ein Beispiel wunderbar genannt mit einem Anwalt, der das nochmal liest. Das heißt, dass wir wahrscheinlich irgendwelche neutralen Instanzen nochmal einführen müssen. Rechtfertigung klingt wahnsinnig defensiv. Es ist wahnsinnig defensiv, weil wir sind tatsächlich durch diese Vorfälle sehr in die Defensive geraten. Und ich sag mal, den Befreiungsschlag gibt es nicht. Und ich habe gesagt, es ist nicht einfach damit getan, irgendwelche Dokumente dann ins Internet zu stellen, sondern wir müssen, glaube ich, ganz anders, und das ist, ich glaube, für den Spiegel ganz entscheidend gewesen. Der Spiegel war ja immer so auf so einem hohen Thron und einem hohen Ross. War? Und ist es teilweise noch. Und nach dem Motto, wir rechtfertigen uns nicht, weil es gab tatsächlich, wir hatten auch eine ganze Zeit lang, ich sag mal bis vor 6-7 Jahren, keine Korrekturstelle oder so, nach dem Motto, der Spiegel rechtfertigt sich nicht, weil dann, damit machen wir uns angreifbar. Das ist eine Sache, die hat sich schon, glaube ich, sehr, sehr verändert. Ich glaube, wir müssen ganz anders, auch wir investigative Journalisten, rausgehen und unsere Arbeit erklären. Ich glaube, ganz viele Leute da draußen können sich überhaupt nicht vorstellen, was wir da machen, oder haben dann so ein Image, da ist irgend so ein Typ mit einem Schlapphut oder das ist einer, der trifft sich abends in der Bar mit irgendeinem Informanten und das hat alles so ein bisschen Geheimdienstmäßiges, das ist totaler Schmarrn. Also ich glaube, wir müssen uns an ganz vielen Stellen einfach ehrlicher machen. Wir müssen von diesem Mythos investigativer Journalismus ganz viel wegnehmen und erklären, dass das eigentlich ein Handwerk ist und wir müssen den Leuten erklären, wie dieses Handwerk funktioniert. Okay, vielen Dank. Das finde ich ist schon mal ein total spannender Aspekt. Wir müssen nahbarer werden als Journalisten, wir müssen mehr erklären, wir müssen uns auch rechtfertigen. Elena, wie hat sich der Investigativjournalismus noch verändert in den vergangenen 10 Jahren? Puh, also wenn man sich die vergangenen 10 Jahre anguckt und ich glaube, oder ich weiß, so lange bin ich selber gar nicht dabei, aber steht der investigative Journalismus, glaube ich, vor allem unter dem Stern großer internationaler Kooperation, also wie die Panama Papers wieder vor LuxLeaks und Offshore Leaks. Das hat sich dann auch noch weiterentwickelt. Es gibt jetzt viel mehr Kooperationen, auch kleinere, sowohl national mit NDR, WDR, SZ, aber auch international, dass sich Medienpartner zusammen finden, um gemeinsam eine Geschichte zu recherchieren und sie dann auch synchron, auch um tatsächlich Aufmerksamkeit zu erzeugen, veröffentlichen, um gehört, gesehen, gelesen zu werden. Das sind, glaube ich, die wichtigen Punkte. Und wenn man jetzt so über die Veränderung nachdenkt, also du sagtest gerade auch so investigativer Journalismus, das kommt immer so geheimdienstmäßig daher oder so. Leute denken, wir treffen uns alle in dunklen Bars. Ja, also manchmal trifft man sich auch in dunklen Bars, der investigative Journalismus stand, glaube ich, sehr oft so unter so großen Themen der inneren Sicherheit, Korruption und so weiter. Und wenn ich an die großen Geschichten so der letzten 2 Jahre denke, hat mich ganz persönlich die MeToo-Geschichte beeindruckt. Also das ist ein Thema, das, glaube ich, nicht so klassische Investigativteams anfassen, klassische Investigativteams aber angefasst haben und eine weltweite gesellschaftliche Veränderung da hervorgerufen haben, also wirklich riesigen Impact hatten.
Und kannst du nochmal sagen, was du an MeToo neu fandest? An der Art der Recherche? Ich glaube, die Recherche ist gar nicht so neu gewesen. Die hatten, so wie ich das verstanden habe, hat ein Journalist des New Yorker, Ronan Farrow, schon sehr lange zum Thema Missbrauch recherchiert und stieß irgendwann auf den Fall Harvey Weinstein, den großen Hollywood-Produzenten. Und man sagte sich sowieso schon in dieser Szene immer, das war so ein bisschen, das hat man sich so erzählt, der ruft sich gerne Frauen auf sein Hotelzimmer und man weiß nicht, was da passiert. Und dem ist er nachgegangen und zwei Journalistinnen von der New York Times haben darüber auch gesprochen, ganz klassisch in der Redaktionskonferenz, und haben entschieden, wir gehen da rein. Das ist total schwierig, der Mann hat die besten Anwälte der Welt, mehr oder weniger, aber wir machen das, denn diese Geschichte ist relevant und wir wollen dem hinterhergehen, wir wollen uns nicht einschüchtern lassen, denn viele Journalisten 10 Jahre zuvor haben das schon mal probiert und haben sich einschüchtern lassen, oder auch NBC hat sich einschüchtern lassen, aber sie haben es gemacht und hatten am Ende Rechercheergebnisse, die publizierbar waren und die ein riesiges Echo völlig zu Recht hervorgerufen haben. Mhm, und die auch weltweit. Ne? Genau. Ich würde gerne den Aspekt der Recherchekooperationen rausgreifen und den an dich geben, Annette. Herr Döpfner sagt immer, das sei ein ungerechtfertigtes Kartell, SZ, WDR und NDR. Jetzt versucht ihr aber gleichzeitig nachzulegen mit einer internationalen Recherchekooperation. Ne? Wie passt denn das zusammen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke ja nicht alles, was unser Vorstandsvorsitzender denkt, genauso. Also es ist kein Kartell. Ich finde natürlich, klar kann man argumentieren, die Süddeutsche Zeitung hat jetzt einen Vorteil natürlich, weil sie eine Plattform hat bei WDR und NDR. Aber wir sind ja, und wir machen das ja in der Praxis auch, nicht davor völlig, uns ist ja der Weg nicht versperrt, das auch zu machen. Und ich mache das eben zum Beispiel auch bei Recherchen, oder mein Team macht es auch, dass wir mit zum Beispiel Frontal 21 vom ZDF kooperieren. Ich habe auch schon mal eine größere Recherchekooperation gemacht mit dem Bayerischen Rundfunk, mit dem Rechercheteam von denen, und das funktioniert super. Und ich glaube, es ist halt tatsächlich auch so, wie Elena es eben auch beschrieben hat, dass man eben multimedialer denken muss und sollte und seine Geschichten so vermarkten sollte, dass die auf verschiedenen Kanälen laufen. Das ist eigentlich unerlässlich, dass man nicht einfach nur sagt, so wie früher, wie der Jörg das eben beschrieben hat, man haut eine Geschichte raus und dann läuft die schon, sondern dass man heute halt kontinuierlich überlegen muss, was mache ich dazu auf Instagram, was mache ich dazu auf Twitter, was habe ich irgendwie für einen Teaserfilm, der bei uns online läuft und so. Und das, was Jörg Vermarktung genannt hat, ne? Ja, genau. Also ich glaube schon, dass diese Vermarktung extrem wichtig ist, weil einfach das Angebot viel, viel größer geworden ist an investigativen Recherchen, was man alles drunter fasst, oder breiter gesagt einfach Recherchen, dass man, auch wenn die Geschichte noch so gut ist, nicht automatisch damit Aufmerksamkeit erzielt, sondern es gehört auch immer ein Stück Glück dazu, und ich glaube, es gehört auch sehr viel kluge, strategische Marketingarbeit dazu. Und hat man da nicht ein Stück weit verloren, wenn da so eine, also die SZ hat jetzt ICIJ, mhm, und die Kooperation mit WDR und NDR. Ist man da nicht abgehängt? Ja gut, was heißt abgehängt? Also ich meine, ich finde halt ehrlich gesagt immer so dieses Konkurrenzdenken muss man doch gar nicht haben. Ich finde eigentlich, es gibt so viele Themen und so viele Missstände, auf die man aufmerksam machen muss. Dann sage ich auch nicht, boah Mist, jetzt hat die Süddeutsche Zeitung das schon, jetzt können wir das nicht mehr machen. Ich finde eigentlich gut, dass es halt ein super gutes Team gibt, was sich mit einem Thema beschäftigt. Dann weiß ich, also ich denke ja so irgendwie, wir Journalisten sind kleine Rädchen in der im Erhalt der Demokratie, und dann bin ich doch froh, wenn ein Team sich eines Themas ausführlich annimmt und wir sagen dann, okay, das ist doch jetzt eigentlich schon abgedeckt, da müssen wir jetzt nicht auch noch rein, dann gehen wir auf ein anderes Thema, was auch dringend berichtet werden muss, aber noch nicht abgedeckt ist. Aber du sagst ja gerade, dass es schon auch ein großes Thema, ein zunehmend großes Thema sei, sich Gehör zu verschaffen. Ja, das stimmt. Das hört sich jetzt an wie ein Widerspruch. Ich meine aber eigentlich, Gehör zu verschaffen, nicht für um unser Willen, so von wegen wir als Weltinvestigativteam wollen jetzt irgendwie berühmt sein für unsere tollen Recherchen, sondern ich meine damit Gehör finden für diese Geschichte, die einem am Herzen liegt, wo man sagt, das ist ein Missstand und hallo, das ist vielleicht viel schlimmer als andere Sachen, die jetzt gerade als nächste Sau über Twitter getrieben werden. Da fragt man sich ja sowieso, worüber regen sich da die Leute auf und warum regen die sich nicht über die richtigen Skandale auf? Also das ist eigentlich das, was ich
ich meine, wie findet man Gehör für dieses Rechercheergebnis, was man hat? Mhm. Frederik, du hast schon einmal tief Luft geholt, um zu widersprechen. Nur in kleineren Dingen. Ich glaube jetzt erstmal zum einen erstmal nicht, dass die Springer-Gruppe irgendwie ein Problem hat, sich Gehör zu verschaffen in Deutschland. Zum anderen möchte ich irgendwie auch auf zwei Dinge hinweisen, weil es mir schon auffällt, so dass wenn über den Rechercheverbund geredet wird, wird über so einen großen Monolith geredet und auch so, dass wir damit die Tagesschau gebucht hätten. Die Kollegen würde ich auch mal dazu anregen, sich vielleicht in Hamburg bei der Tagesschau in der Redaktion mal umzuhören. Unsere Erfahrung ist nämlich mittlerweile, dass es eher schwieriger ist, wenn eine Geschichte vom Verbund kommt, dem Verbund oder dem SZNDR-WDR, die überhaupt in die Tagesschau zu bekommen, weil man ist sich dessen schon sehr, sehr bewusst. Und die Tagesschau, wenn man mal so schaut, wie oft auch die Welt zitiert wird, wie oft Spiegelrecherchen zitiert werden, das merkt man ja schon. Also es ist jetzt nicht so, dass die nicht repräsentiert sind. Zum anderen sehe ich auch, das ist ein sehr, sehr lockerer Verbund. Und ich glaube, dass es einfach Recherchen gibt, die wichtiger sind als jede Konkurrenz. Ich meine, wenn man jetzt mal schaut, für uns war der Spiegel, und man muss auch sagen, ist der Spiegel, einer der größten Konkurrenten in Deutschland. Trotzdem gibt es Themen, wie jetzt im Fall Strache, wo wir auch mit dem Spiegel zusammenarbeiten und ich muss auch hier sagen, sehr, sehr gut und sehr, sehr kollegial zusammenarbeiten. Warum und habt ihr euch dafür entschieden? Kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären? Es lag im Endeffekt auch daran, dass wir erfahren haben zu einem gewissen Zeitpunkt, dass auch der Spiegel von dem Material erfahren hat und wir sogar auch dachten, dass dem Spiegel schon vorliegt und dann haben wir uns gedacht... Ihr wart gezwungen. Wir hätten auch gegeneinander laufen können, muss man auch ganz sagen. Ganz normal, das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Die Welt sitzt auch oft an Recherchen, an denen auch wir sitzen und umgekehrt. Und dann läuft man gegeneinander. Aber gerade bei dem Thema, glaube ich, wäre dieser Konkurrenzkampf hätte da womöglich auch zu Fehlern geführt. Dieser Konkurrenzkampf hätte womöglich dazu geführt, dass man, wenn ein Gutachter gerade noch keine Zeit hat, jetzt einfach mal mit einem Gutachten rausgeht und nicht darauf wartet, dass man zwei Gutachten sich zur Echtheit des Videos einholt. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein klassisches Beispiel, da müssen wir einfach auch über unseren Schatten springen. Genauso ist es auch so, auch das ICIJ, was wir auch sagen, das ICIJ ist ein offener Verbund. Wenn man ein Material hat oder eine tolle Rechercheidee und aufs ICIJ zugeht, wird das ICIJ im Normalfall, wenn Sie das auch für toll finden, sagen, toll, da setzt man eine Kooperation auf und da gehen wir dran und starten mal was. Es ist jetzt nicht so, dass ein ICIJ-Projekt nur mit Medien starten kann, deren Journalisten Mitglieder im ICIJ sind. Und auch, man muss auch mal dazu sagen, bevor das ICIJ groß geworden ist, gab es auch viele Projekte, wo, glaube ich, viele andere Medien gesagt hätten und auch gesagt haben, wie im Fall vom Spiegel, nee, das ist keine Recherche für uns. Und da sind dann halt wir ins Spiel gekommen. Für uns war es eine Recherche und so hat sich das dann auch entwickelt. Und es ist ja auch nicht so, dass das ICIJ der einzige Verbund ist. Es gibt so viele wirklich tolle Recherchekooperationen, seien sie weltweit oder auch regional begrenzt. Es gibt das OCCRP, es gibt EIC, wie wir es immer nennen, vom Spiegel initiiert. Und ich glaube, es wird auch künftig viel mehr lockere Kooperationen geben, die viel mehr von Themen getrieben sind. Und ich glaube, das ist auch gut so, dass man einfach sagt, ich recherchiere jetzt an dem Thema X und weiß, da gibt es bei der Konkurrenz Spezialisten dazu. Und dann setzt man sich mit denen zusammen und redet mal, können wir bei dem Thema unsere Expertise zusammenwerfen, um am Ende eine bessere Recherche für das Ganze, für alle, also für die Gesellschaft auch hinzukriegen. Und ich glaube, da wird der Weg hingehen. Und der wird nicht irgendwie in starren Verbundsgrenzen sich orientieren. Ich stimme dem komplett zu. Ich möchte auch noch mal kurz was zu der Tagesschau sagen. Also ich arbeite beim NDR, aber wir sind nicht die Tagesschau-Redaktion. Die Tagesschau-Redaktion ist eine unabhängige Redaktion und wir müssen dort auch unsere Themen anbieten. Zu unabhängig für uns, manchmal. Und haben auch noch einen eigenen und wenn unsere und Themen... Ist das, was Frederik sagt, dass die Kollegen bei der Tagesschau schon eine Schere im Kopf haben, wenn ihr kommt, sagen die, oh Gott, lieber nicht? Dann denken die meistens, oh Gott, das ist schon wieder so ein kompliziertes Thema. Und nein, die prüfen natürlich unsere Recherchen genauso wie alle anderen und das kommt auch immer sehr darauf an, wer da sitzt, aber manchmal denken die auch, nee, nur weil es von NDR, WDR, SZ kommt, heißt es noch lange nicht, dass es eine der fünf wichtigsten Meldungen des Tages in Deutschland ist und die Tagesschau um 20 Uhr hat 15 Minuten und wenn der CVD, der auch jeden Tag rotiert, also das so einschätzt, ja, das ist eine der Top-Nachrichten des Tages, dann kommt es da rein. Und wenn aber der Spiegel oder die Welt eine Enthüllung hat oder eine große Nachricht, dann
wird die Tagesschau auch sagen, nach Informationen des Spiegels oder der Welt, ist das und das passiert. Also genauso läuft es und wir haben da nicht bessere Karten als irgendjemand anderes. Jörg, ich habe jetzt wobei wir sie natürlich manchmal in der Kantine überfallen. Ah, verstehe. Mhm. Raffiniert. Jörg, ich habe jetzt gehört, dass du ganz gerne mal in der Tagesschau aufgetaucht wärst mit Recherchen oder dir das gewünscht hättest. Und soweit ich weiß, wäre der Spiegel ganz gerne Teil von ICIJ geworden. Ja. Findest du das auch so harmlos, was jetzt die Kollegen vom NDR und von der SZ sagen, dass das alles gar nicht so schlimm ist und man ja auch andere Allianzen schmieden kann, die mindestens genauso toll sind? Es ist tatsächlich deutlich besser geworden und man merkt, dass da, ich sag mal, der bisschen öffentliche Druck dazu geführt hat, dass tatsächlich diese Schere im Kopf entstanden ist. Ich glaube, in den Anfangszeiten war das besser. Oder war da deutlich mehr NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung. Was ganz toll an dem Verbund ist und wo wir neidisch hingucken, ist natürlich die Vernetzung über verschiedene Medien. Also dass dann im NDR-Info hoch und runter die ganzen Geschichten den ganzen Tag überlaufen. Die Möglichkeit haben wir nicht. Wir haben vor 4 Jahren mal versucht, sozusagen auf all das, was die Süddeutsche vorgelegt hat, zu reagieren. Jetzt muss man wissen, der Spiegel, es gab vor 10 Jahren 2 Journalisten, die eben bei diesem ICIJ dabei waren. Der eine saß bei der Süddeutschen, der andere saß beim Spiegel. Dann gab es ein großes Projekt und dann hat das ICIJ angefragt und der Kollege im Spiegel hat die Mail weggeklickt, weil er irgendwie dachte, so viele Mails heute. Und der Kollege bei der Süddeutschen hat sie geöffnet. Das war sicherlich ein Fehler damals. Ein entscheidender Moment. Gut, und wir haben halt vor 4 Jahren überlegt, wie reagieren wir da drauf und haben eigentlich versucht, 2 Sachen zu machen. Einmal, wir haben unser eigenes Netzwerk gegründet, weil wir durften nicht mehr, zum ICIJ durften wir nicht mehr dazustoßen. Das ist auch nachhaltig so, ne? Also der Spiegel darf nicht zum ICIJ. Naja, sagen wir so. Aber vom ICIJ ganz anders. Ich glaube zum Beispiel, wenn der Spiegel mit Football Leaks zum ICIJ gegangen wäre, vermute ich, dass die Reaktion so gewesen wäre, dass das ICIJ gesagt hätte, super. Warum habt ihr das nicht gemacht? Wir haben das versucht, da sollten wir jetzt nicht weiterreden. Nein, also da gab es ein klares... das wäre natürlich für uns mit einer Prämisse verbunden gewesen, da auch zukünftig zu partizipieren und da gab es eine klare Absage. Mhm. Das heißt, es ist schon noch ein Ziel eigentlich von euch, ihr würdet da gerne mitspielen? Nee, wir sind mittlerweile mit unserem eigenen Netzwerk eigentlich ganz glücklich. Wir haben dann, wie gesagt, EEC gegründet, das ist ein rein europäisches Netzwerk. Das sind mittlerweile, glaube ich, 14 Medien aus 13 Ländern drin, jeweils eine pro Land. Das sind auch, das sehen wir wieder, es geht momentan querbeet, sind auch wieder welche drin, die auch gleichzeitig ICIJ-Mitglieder sind. Und dieses EIC beruht, anders als das ICIJ, auf im Prinzip 3 Sachen. Einmal, wir versuchen 2 oder 3 große Geschichten im Jahr zu machen. Der zweite Punkt ist, wir versuchen 2er-3er-Kombinationen zu machen. Das heißt, wenn irgendwo eine Geschichte hochploppt, Korruption bei Airbus, dann sind die Franzosen betroffen, weil die in Frankreich sitzen, Deutschland ist betroffen und vielleicht noch irgendwie Holland. Dann schließen wir uns ganz schnell zusammen. Wir haben eine wöchentliche Runde, wo wir über Themen diskutieren. Also da können wir relativ schnell auf solche Sachen reagieren in diesem Verbund, der viel kleiner ist, wie gesagt, als das ICIJ. Und der dritte ist, wir geben uns sowas, so eine Art Rechtshilfe untereinander. Das heißt, wenn ich eine Telefonnummer brauche von jemandem in Dänemark oder so, rufe ich den Kollegen da an, sag mal, kannst du mir einen Kontakt machen zu. Das ist total hilfreich. Das hat sich alles sehr bewährt. Was sich nicht bewährt hat bei uns, wir haben versucht, eine Kooperation sozusagen aufzusetzen, im Gegensatz zu NDR, WDR, Süddeutscher Zeitung mit dem ZDF. Da gab es doch zu unterschiedliche Ansätze. Also das haben wir probiert. Das ZDF tickt da ein bisschen anders und das hängt ja auch immer so an Personen und irgendwie vielleicht kamen die Personen nicht gut genug miteinander klar. Dann gibt es natürlich immer das Problem, was ist das richtige Format? Wir haben einfach das Problem, wir sind ein Wochenmagazin, wir kommen Freitagabend raus, da können Sie also Freitagabend dann gerne was machen für heute Journal oder sonst irgendwas. Aber ich sag mal, so eine klassische Magazinsendung, wie wenn ihr sagt, ihr kooperiert mit Frontal 21, das funktioniert für uns nicht, weil die kommen dienstags raus, wir freitags. Mit denen ist sozusagen schwer zu kooperieren. Also entweder die müssen später sein oder... Das funktioniert bei uns ehrlich gesagt aus dem Grund auch nicht immer so gut, weil wir zwar jeden Tag eine Zeitung haben, aber unser Premium-Produkt ist ja die Welt am Sonntag. Und weil die immer dienstags kommen, müssen wir dann immer ganz hart verhandeln. Können wir es am Sonntag schon machen und ihr sendet es trotzdem noch am Dienstag? Oder müssen wir uns davon verabschieden, es am Sonntag zu machen und machen es dann auch am Dienstag und so? Also das ist schon auch nicht so ganz einfach. Ich glaube, das haben wir alle festgestellt. Diese Kooperationen
Hilfen sind toll und helfen uns allen, aber sie sind kein Allheilmittel, weil auch sie wiederum Probleme birken. Wir sind dann, also wenn sie mit Engländern in einer englischen Zeitung zusammenarbeiten, haben sie immer das Medienrechtsthema. Da ist Persönlichkeitsrechten viel höher aufgehängt. Die dürfen manchmal Geschichten gar nicht drucken, die wir drucken dürfen. Also oder unterschiedliche Standards beim die wir, das haben wir leidvoll erfahren müssen, beim Konfrontieren. In anderen Ländern wird anders konfrontiert nach anderen Standards, die nicht so sind wie unsere. Das heißt, so Kooperationen sind toll, machen tierisch Spaß, es ist ganz toll, mit Kollegen zu arbeiten, die so ähnlich ticken wie man selber, aber sie sind kein Allheilmittel. Würdet ihr das vom Verbund NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung auch so sagen? Also gibt es da auch immer wieder auch Herausforderungen, was Erscheinungstermin angeht und so weiter? Ich glaube, dass jede journalistische Kooperation eine Herausforderung ist. Auch muss man auch sagen, diese Kooperationen leben von den Menschen, die Teil dieser Kooperation, das sind jetzt irgendwie nicht monolithische Blöcke, wo man sagen kann, auf dem Papier, NDR, SZ, WDR ist gleich funktioniert, sondern das funktioniert in manchen Konstellationen super und in manchen anderen funktioniert es dann nicht so. Und da muss man dann auch manchmal nachjustieren. Es ist ja auch bei uns so, wir haben auch öfters mal Zeitprobleme, wann spielt man was aus, der Weltspiegel ist am Sonntag, wann hat die ARD dann den Doku-Platz. Natürlich ist das so ein, ich glaube, Gezanke wäre zu viel, aber das ist ein stetiges Verhandeln. Aber da muss man einfach dann den richtigen Ton finden und das funktioniert im Verbund jetzt in Deutschland sehr, sehr gut. International kommt dann, finde ich, noch die Komponente kulturelle Unterschiede auch dazu, dass ich mit einem japanischen Kollegen nicht so zanken oder diskutieren kann, wie vielleicht mit einem britischen Kollegen oder einer britischen Kollegin, weil es dann ganz anders sich hochschaukeln könnte. Und natürlich, das ist ja auch das, wenn man schaut, so die Arbeit in diesen Verbünden, da ist vieles einfach auch diplomatisches, Freundschaften auch pflegen und nicht immer nur so nur pure Recherche und wir tauschen Recherche auf, sondern da geht es auch darum, dass man irgendwie Wogen glättet, sich dann auch gegenseitig manchmal anspornt, wenn man bei einer Recherche einen Partner einschläft. Und ich glaube, das gehört da auch dazu. Also, und ich glaube, das muss man auch nach außen hin schon auch immer sagen, das ist jetzt irgendwie nicht alles immer so eine glatt geölte Maschine, sondern da hakt es auch manchmal, da rumpelt es manchmal. Aber das ist auch, glaube ich, gut, wenn man so dann irgendwie wieder nachjustieren kann und dann am Ende wieder schneller und besser wird. Elena, stimmt es? Gibt es da manchmal Gezanke und Gerumpel? Ja, aber ich glaube, also ich sehe das genauso wie Frederik oder wir haben ja die gleiche Erfahrungswerte. Das Gute ist, dass wir das jetzt schon seit einigen Jahren machen und deshalb ganz gut eingespieltes Team sind und so ein bisschen wissen, was, worauf müssen wir achten, wann setzen wir Sperrfristen, was funktioniert am besten. Aber das wird trotzdem, also das ist, jede Recherche ist anders und neu, jede Teamkonstellation ist anders und neu und wir fangen jetzt nicht jedes Mal von Null wieder an, aber wir müssen auch jedes Mal über alles wieder neu reden. Okay, das heißt, Recherchekooperationen sind heute nicht mehr wegzudenken, weder die nationalen noch die internationalen, aber es wird gezankt und es rumpelt manchmal. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Wie in jeder Familie wird gezankt. Wie in jeder Familie. Und es hilft aber bei der Frage, wie man sich am besten Gehör verschafft für relevante Geschichten. Ein Thema, das sicher auch noch eins ist, über das wir jetzt noch nicht so gesprochen haben, bei den Veränderungen des Investigativjournalismus, ist das der Daten. Tim, das ist ein großes Thema in den USA schon sehr, sehr lange, aus unterschiedlichen Gründen. Könntest du uns das ein bisschen erklären, warum das in den USA so anders ist? Ja, also erstens würde ich sagen, also Big Data, natürlich, das ist ein Thema für jede Industrie. Und ich denke, in den USA kommt das vielleicht manchmal schneller als hier in Deutschland, was gut zu sein, kann gut sein und schlecht. Und, aber so mit Journalismus und Daten, ja, ich habe bemerkt, so vor 10 Jahren habe ich Journalismus bei Columbia Journalism School studiert und damals musste ich keinen Datenkurs belegen und trotzdem kam es heraus und ich arbeitete bei einer Zeitung, regionale Zeitung und ich dachte, ich war vielleicht so im Büro das Beste mit Daten. Inzwischen ist es, also hat sich viel geändert. Ich habe neulich mit ein paar Kollegen bei Hallo? Okay, das ist besser. Und bei Columbia nun, also 10 Jahre später, alle Studenten müssen mehrere Monate Daten, Journalismus und auch investigative Journalismus Kurse machen.
Und es gibt einen Schwerpunkt mit Datenjournalismus und auch gibt es Studenten, die Journalismus und also sie kriegen ein Diplom in Journalismus und auch Informatik. Und wie ich höre, diese Studenten, die werden meinen Job irgendwann klauen. Die sind Journalisten und bekommen trotzdem ganz sicher einen Job, sagst du? Ja, ja, also sie kriegen Jobs blitzschnell bei also die beste, also Washington Post, ProPublica, auch Bloomberg. Und ich habe mit einigen also gearbeitet und es ist, ja, es ist wirklich interessant zu sehen, so was wir machen können. Also wie ich früher gesagt habe, Bloomberg hat so eine große Menge Daten über Großhandel und Aktienkurse, Anleihekurse und so weiter. Und wir können so automatisieren Sachen, so sobald Daten geupdatet wird, gibt es sofort so eine Tabelle dabei und das hilft für uns Geschichte herauszufinden. Ja, das wird in den USA sehr gefordert, denke ich, auch bei lokalen Zeitungen und so weiter. Eine Sache aber ist, dass es ist so ein Werkzeug und ich denke, es gibt auch Beispiele in den USA, wo Leute denken, also ich habe etwas mit Daten gemacht, große Daten und das war ganz toll, ich habe das veröffentlicht, ich habe eine große Leistung gemacht, die Gesellschaft gerettet. Und aber so, wenn ein Projekt wirklich gelingt, es ist, also es kommt, also der Kern der Sache ist also die Journalisten selbst und es ist dasselbe, so gute Fragen zu stellen und nicht aufzuhören. Und, aber ja, mit Daten, das ist ein großer, toller, neuer Werkzeug. Also du sagst, die Ausbildung ist eine andere in den USA und die Möglichkeiten der Ausbildung. Und du sagst, Daten sind eine Quelle für investigativen Journalismus oder für Journalismus insgesamt. Ist nicht der Zugang zu Daten in den USA auch ein bisschen einfacher als in Deutschland? Ja, ich denke schon. Auch, also nicht nur mit Daten, aber auch so mit, wir sind eine klagefreudige Gesellschaft und in der, man kann dort viel Auskunft kriegen. Ja, es gibt diese Menge von Daten, was ganz einfach zu kriegen. Deswegen, also man kann gute investigative Journalismus in den USA leisten, nur dabei, dass man ganz Daten, die einfach da ist, zusammenzubringen und neu zu ordnen. Ja. Wunderbar, vielen Dank. Frederik, hast du jemals einen Datenjournalismuskurs belegt, bevor John Doe mit den Panama Papers auf dich zukam, auf euch zukam? Nein. Und war dann gezwungen, sehr, sehr schnell zu lernen. Und da hat auch eine Columbia-Absolventin einen großen Beitrag dazu geleistet, nämlich die Kollegin Vanessa Wormer, die wir deswegen auch eingestellt haben, weil wir bei den Panama Papers einfach gemerkt haben, dass wir eine Spezialistin brauchen, die sich damit schon beschäftigt hat, die Tools, Werkzeuge, Programme kennt, die wir noch nicht kennen und uns auch neue Recherchewege eröffnet hat. Und da war das ein klassisches Beispiel. Wir haben uns in Deutschland schwer getan, also wir waren natürlich auch unter Zeitdruck, aber wir haben uns umgehört und unsere Maßgabe war Datenjournalist, Schrägstrich Journalistin, am besten eine Journalistin, weil wir ein männlich dominiertes Ressort waren und immer noch sind. Und das war in Deutschland schwierig und in Amerika, die Columbia wurde dann wirklich von sehr, sehr vielen Stellen als die Talentschmiede uns vorgestellt und dann war da auch noch eine zufällig eine ICIJ-Kollegin, die Janina Zanini ist dort Professorin für Datenjournalismus und dann haben wir uns im Endeffekt an die gewandt, wen kann sie empfehlen und haben dann durchtelefoniert. Und wie haben Daten so seit den Panama Papers sich verändert in deinem Arbeiten? Na, die Daten sind leider immer, die Berge sind größer geworden. Ich meine, ich habe angefangen, das erste Mal mit Daten zu arbeiten, das war Offshore-Leaks und selbst da hätte ich schon einen Datenjournalismus-Kurs gebraucht. Und damals waren es 260 Gigabyte an Daten. Das kam mir schon so groß vor. Und dann kam dieses Panama Papers, wo ich aber mal gelernt habe, was ein Terabyte ist. Und ich glaube, jetzt brauchen wir nicht mal ankommen, irgendwie jetzt jemandem erzählen, dass wir mit Daten von über 2 Terabyte gearbeitet haben, weil das mittlerweile in allen Redaktionen, glaube ich, Alltag ist. Es ist gang und gäbe. Und ich glaube, Datenjournalismus ist einfach jetzt ein, wie du auch gesagt hast, ein Baustein des im investigativen Arbeiten in der Werkzeugbox geworden. Dass man bei so gut wie jeder Recherche auch erstmal schaut, was sind denn eigentlich für Daten verfügbar
Welche sind öffentlich zugänglich oder welche sind zumindest, wenn man über einen IFG-Antrag oder wie es ja in Amerika den FOIA-Antrag zumindest auf dem Rechtsweg zu erlangen, wie kann man die dann auswerten und wie kann das das Bild noch erweitern, was man schon hat, durch das, was man schon recherchiert hat. Ich sehe auch den Datenjournalismus nicht als eine eigene Form oder eine eigene Nische. Ich glaube, das ist einfach eine Art und Weise, wie man recherchieren kann. Und die wird keine andere ersetzen, sondern sie wird sie nur ergänzen. So, das wird nicht ersetzen, dass man rausgeht und Quellen trifft, sondern es wird einfach vielleicht zum Beispiel dazu führen, dass man schon Daten analysiert und dann mit einer Quelle noch besser reden kann. Wir haben eingangs über die Frage gesprochen, wie ihr eigentlich Geschichten auswählt. Wenn man jetzt Terabyte bekommt an Daten, wie wählt man da Geschichten aus und versucht man wirklich die Geschichten auszuerzählen, die da drin stecken? Wir hatten leider mal diesen Anspruch bei den Panama Papers. Da hatten mein Kollege Bastian und Obermeier, ich diese naive Illusion, dass wir wirklich am Ende dieser Recherche alle Daten kennen und alle guten Geschichten, die in den Panama Papers sind. Ich bin mir jetzt immer noch sicher, dass in den Panama Papers noch fantastische Geschichten schlummern und es werden auch fast jede Woche noch irgendwo auf der Welt tolle Geschichten veröffentlicht, die auf den oder zum Teil auf den Panama Papers fußen. Deswegen glaube ich, in Zukunft wird die große Challenge für uns alle, glaube ich, sein, wie filtern wir in möglichst wenig Zeit die tollen Geschichten aus einem großen Datenwerk raus und verlieren nicht mehr die Zeit, so wie es die beiden Obermeiers damals gemacht haben, indem sie einfach eine Datei nach der anderen anklicken und dann auf ein paar Geschichten stoßen und da dann weitersuchen. So war ja am Anfang unsere noch chaotische Herangehensweise, bis wir dann gelernt haben, wie es ein bisschen systematischer geht. Aber ich glaube, so, auch wenn ich mich so umhöre in der Branche, sagen alle, man kriegt viel mehr Daten zugespielt. Es sind immer mehr Daten quasi verfügbar. In Bayern wäre es übrigens toll, wenn dann noch viel mehr verfügbar wäre künftig. Bayern ist ein Nachzügler, was die Verfügbarkeit von Daten für die Öffentlichkeit angeht. Sitzen aber hier Regierungsmitglieder? Ja, hier sitzen einige Leute, die da zumindest mitzureden haben. Aber ich glaube, da wird es einfach künftig wichtiger, dass wir schneller und auch die Technik besser nutzen, um auf die tollen und wichtigen Geschichten kommen und nicht die Zeit verlieren mit unwichtigen Geschichten oder mit so Kann-Geschichten, die man machen kann, wenn man ganz viel Zeit hat, aber ich glaube, keiner hier auf der Bühne und auch in den Redaktionen da draußen kann von sich noch behaupten, so wahnsinnig viel Zeit zu haben, dass man nochmal was extra macht und sich irgendwie diesen Luxus gönnt, mal noch ein paar Monate nach einer Kann-Geschichte zu suchen. Wobei man eins sagen muss, also in diesen Leaks liegt natürlich auch ein Problem. Sie haben da riesige Datenmengen, sie setzen einen Haufen Leute dran und müssen irgendwelche Geschichten daraus prokeln. Also das kann man machen mit bestimmten Schlagworten. Also wir haben so Schlagwortverzeichnisse, kriegt man im Internet vom FBI, Liste der inkriminierenden Worte. Da ist sowas wie Let's Get Offline. Das ist dann wahrscheinlich irgendwie spannend, wenn man das findet. Ein Ermittler aus England hat mir gesagt, you have to look for fuck, because if there's a problem, someone will use that word. Und dann haben wir tatsächlich eine Mail gefunden von der in den Football Leaks von David Beckham. Der hat das Wort 7-mal in einem Satz benutzt. Also auf solche Sachen stößt man dann auch. Aber ich glaube, das Problem ist, ist zumindest unsere Erfahrung, es braucht eine immense Zeit. Sie brauchen eine immense Manpower und diese Programme kosten einen Haufen Geld. Und nicht immer ist das, was hinten rauskommt, das Ergebnis, was man bei Panama Papers hatte. Man hat schon gesehen, Paradise Papers ist schon, ich sag mal, war immer noch eine tolle Geschichte, aber für den Einsatz, den man dafür bringen musste, doch bescheidener. Genauso Implant Files, bei uns muss man sagen, Football Leaks war auch irgendwie eine tolle Geschichte, aber war jetzt relativ wenig. Es ist halt immer eine Wunschtüte, ne? Man weiß nicht, was drin ist. Da war jetzt zum Beispiel viel tolles Zeug aus England drin, aber relativ wenig gutes Zeug aus Deutschland. Das heißt, die Frage ist, ob Redaktionen künftig bereit sind, Leute abzustellen für ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, um sich sozusagen durch diese Daten zu wühlen mit einem unsicheren Ergebnis. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz zentrale Frage. Darf ich die Frage an Annette erstmal richten, weil Annette ist jetzt ein bisschen eine undankbare Position, aber bei Springer werden Stellen eingespart, ne? Und es wird viel spekuliert, wie Journalisten einfach gerne viel spekulieren, seit KKR bei Springer großer Teilhaber ist. Wie sieht der Investigativjournalismus aus bei euch? Wird er gespart? Ist das ein Problem? Also das, was durch die Daten einfach noch vordringlicher wird? Also zwei Sachen. Das eine ist, dass erstmal die Ansage ist, dass bei uns
explizit im Investigativteam nicht gespart werden soll, sondern dass es sogar noch vielleicht ein bisschen ausgebaut werden soll, weil die eben wissen auch von KKA, dass man eigene Inhalte, hochwertige eigene Inhalte braucht, um Bezahlabos verkaufen zu können. Und da guckt man natürlich erstmal in Richtung Investigativteam, sagt, das ist so der hochwertigste oder einer der hochwertigsten Inhalte, die man produzieren kann. Gleichzeitig aber wird es natürlich trotzdem für uns schwieriger, weil an anderer Stelle der Redaktion Stellen abgebaut werden und wir trotzdem sehr ehrgeizige Wachstumsziele haben, immer mehr Digitalabos zu verkaufen. Und das bedeutet natürlich, dass auf jedem Einzelnen von uns, auch im Investigativteam, der Druck wächst, immer mehr zu produzieren in einer höheren Schlagzahl. Und wir sind eigentlich schon ziemlich am Limit. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das vereinbaren lässt. Das heißt, das klingt nach einer großen Herausforderung. Und es klingt auch so, als müsstet ihr bei der Auswahl der Geschichten auch noch darauf achten, dass die Digitalabonnenten fähig sind. Ich glaube, das klingt jetzt negativer, als es ist. Also ich habe die Erfahrung, wir machen ja eine sehr genaue Auswertung dessen, was die Leute lesen wollen und für was sie Abos abschließen. Und was wollen sie lesen? Ich habe die Erfahrung, dass tatsächlich die Geschichten, die wir sowieso machen, wo wir selber sagen, die Geschichte mache ich, weil die mich so interessiert, dass das automatisch eigentlich auch die Leser interessiert. Also es gibt bei uns, also es würde mir jetzt nicht einfallen, vielleicht gab es es mal, aber so gut wie nie die Situation, dass wir super viel Arbeit in eine Geschichte gesteckt haben und die kauft nachher keiner oder die klickt nachher keiner. Aber ist es erstaunlicherweise wirklich so, dass die Leute merken so, aha, okay, da steckt viel Arbeit drin, das ist interessant und dann, das funktioniert tatsächlich. Eine Nachfrage noch dazu, ist es nicht so bei den großen Investigativgeschichten, dass die sofort überall von allen abgeschrieben sind, frei auf der Seite als Nachricht stehen? Das heißt, ich kann als Nutzer auch auf Focus Online über die Panama Papers lesen, ja, muss dafür kein SZ-Abo abschließen. Also Focus Online ist tatsächlich ein großes Problem, ich glaube für alle Investigativteams, weil die immer alles, was in den Geschichten steht, in so einer Nachricht zusammenfassen. Und dann, wir haben ganz oft die Situation, dass wir irgendwie eine Geschichte gemacht haben exklusiv und dann sehe ich halt bei Twitter teilen das Leute und sagen, hier, guck mal, die Geschichte steht bei Focus Online. Ich denke, um Gottes Willen. Also, was wir machen, ist, dass wir immer so eine zweiteilige Veröffentlichung machen. Wir machen immer die Nachricht, das Allerwichtigste, was die Aussage ist, vor der Bezahlschranke. Und dann die eigentliche Geschichte, die auch mit Mehrwert, Multimedia und sowas angereichert ist, hinter der Bezahlschranke. Dass wir eben sagen, Leute, hierum geht, das ist das Thema. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht, dann holt euch ein Abo. So. Jörg, ich weiß, dass du noch einen zweiten Punkt machen wolltest. Ich würde dir gerne einen vorab zuspielen. Und zwar hast du mal gesagt, dass es doch das Ende der Leaks jetzt schon längst angebrochen sei. Warum? Ja, ich versuche es mal mit einer steilen These. Und wahrscheinlich wird mich die Süddeutsche und Frederik irgendwie in ein paar Wochen eines Besseren belehren. Ich glaube, dass dieser Hype um diese Leaks, um diese ganz großen, wir reden jetzt nicht darüber, dass irgendjemand, ich sag mal, keine Ahnung, 100.000 Blatt oder wie, also 100 oder 1.000 Blatt oder so in diesen Größenmengen Sachen rausliegt, aber ich sag mal, diese Riesen, diese Terabyte-Leaks, das ist zum einen wirklich das Thema, wer und wie soll es bearbeitet werden, aber ich glaube, bei den ganz großen Leaks haben sich drei Sachen gezeigt. Zum einen, es sind tatsächlich fast alle Whistleblower, die es gab, inklusive unseres John, also Football Leaks, mittlerweile im Knast. Zum zweiten hört man und kriegt mit, dass die potenziellen Angriffsziele, also Institutionen und so massiv aufgerüstet haben in ihrer IT-Sicherheit, dass solche Leaks nicht mehr möglich sind. Also wenn man da mit einem Dongle irgendwie reingeht und versucht, was zu ziehen, gehen dann schon sämtliche Alarmglocken an. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, dass ich glaube, dass bei diesen Leaks auf Dauer auch so eine gewisse Sättigung eintritt, dass Leute nicht die auf Konsumentenseite. 40, genau, auf Konsumentenseite. Die Leute wollen nicht die 50. Football-Leaks-Geschichte mit der 60. Umdrehung lesen. Ist zumindest unsere Erfahrung, dass das da an der einen oder anderen Stelle wirklich dann die Leute auch sagen, also jetzt irgendwie reicht's mir damit. Das ist, wie gesagt, das eine Thema. Das zweite Thema ist, mittlerweile gibt es da draußen auf dem Markt Institutionen, die Leaks aufkaufen. Und zwar, also abgesehen davon, dass wir hier alle nicht bezahlen für Informationen, nehme ich zumindest an, abgesehen davon gibt es da draußen, wie gesagt, Player, die mit Millionenbeträgen Daten aufkaufen.
Private. Das sind dann manchmal, wenn man Glück hat, auch Leute, die einen an solchen Sachen partizipieren lassen. Nur da haben wir dann tatsächlich als Journalisten ein Problem. Ich sag mal, wenn man so eine riesen Datenmenge wie Panama Papers oder Football Leaks oder so bekommt, dann weiß man, dass es vollständig oder man denkt oder hofft, dass es vollständig ist. Von diesen Leuten wird man dann tatsächlich nur noch mit den Dokumenten beliefert, die quasi den Spin, den sie haben, den ihre Institution, ihr Auftraggeber, ihr Gründer, ihr Initiator, wie auch immer hat, verfolgen. Und da begeben wir Journalisten uns sehenden Auges so ein bisschen in eine Position rein, die noch nicht so richtig diskutiert ist, glaube ich. Jörg macht ja gerne die ganz großen Fässer auf hier auf dem Panel. Von denen da wären, die Konsumenten sind überdrüssig, der vielen Daten. Es wird gar nicht mehr geleakt, weil alle Whistleblower jetzt eh schon im Gefängnis sitzen. Und es gibt Drittnachfrager sozusagen, die die Daten auch noch abgreifen. Und was man ja eigentlich auch noch hinzufügen muss, die Whistleblower haben möglicherweise ja auch eine Agenda, also besonders wenn es um Drittanbieter geht. Frederik, ich glaube, da ist auch so ein kleiner Angriff vom Spiegel jetzt auf die SZ. Was sagst du dazu? Nee, war kein Angriff, war ein Angriff sozusagen. Ich habe das gar nicht von Jörg verstanden, weil Jörg weiß, dass unsere Quellen von Whistleblower nicht im Gefängnis sitzen, weil wir sie bislang schützen könnten. Toi, toi, toi. Aber ich glaube, das ist ja jetzt auch nicht nur, ich habe das auch aus einer Selbstkritik des Spiegel verstanden, aber das betrifft genauso auch die SZ. Natürlich haben wir damals, als wir die Panama Papers veröffentlicht haben und als wir das mit diesem Claim Panama Papers rausgebracht haben weltweit, das war eine andere Zeit. Jetzt haben wir uns daran gewöhnt und Journalismus wird sich weiterentwickeln. Und ich kann bei uns zumindest SZ-seitig kein Versiegen der Leaks feststellen, aber natürlich machen wir nicht mehr jedes Mal eine große Leak-Investigation auf, sondern es ist einfach viel standardisierter, dass wir Dokumente oder Daten, die reinkommen, reinigen, durchsuchbar machen und die in unsere Datenbanken einfließen und dann bei einer normalen Recherche auch diesen Bestand mit durchsucht. Aber wir setzen immer weniger auch quasi jetzt auf ein bestimmtes Leak, ein Team an. Aber es ist einfach ein wachsender Datenberg, den wir bei jeder Recherche, auf den wir zurückgreifen werden und schauen, wie auch googeln, muss man auch sagen, googeln gehört zum Journalismus dazu. Das ist für mich ist ein Schritt, bei uns in unser internes System zu gehen und dort in Anführungsstrichen zu googeln, nämlich Suchworte einzugeben und unsere Daten zu durchsuchen. Und ich glaube, es wird mehr in die Richtung gehen, aber ich stimme da schon auch zu. Ich glaube, es wird weniger von Files, Papers und Leaks, also die mit diesem Titel veröffentlicht werden, die wird es weniger geben, weil wir uns da, glaube ich, einfach mittlerweile weiterentwickeln. Mhm. Es kam aus dem Publikum die Frage, ich habe hier so ein iPad, da kann man mir Fragen schicken. Eine Frage kam, die jetzt ganz gut passt, und zwar, wäre es nicht total wichtig zu wissen, auch fürs Publikum, was für eine Agenda die Person oder die Personen hatte, die das Strache-Video durchgestochen haben? Ist das nicht relevant? Ich verstehe, dass das relevant ist, aber das würde ich gerne auch unabhängig vom Strache-Video bezeichnen oder beantworten. Ich verstehe, dass es da ein Interesse gibt, daran zu wissen, was für eine Agenda hat ein Whistleblower. Wenn wir aber mal ganz ehrlich sind, wir wissen nie, was für eine Agenda ein Whistleblower hat, weil uns kann man erzählen, was man will. In Wirklichkeit, also wenn ich danach frage, dann kann man mir eine Antwort geben, ob es stimmt, ist was anderes. Und ehrlich gesagt, ich persönlich muss auch sagen, solange die Daten echt sind, nicht an Bedingungen, die über Quellenschutz hinausgehen, geknüpft sind, kein Geld verlangt oder von uns gezahlt wird und es vor allem sie von öffentlichem Interesse sind, dann ist es mir herzlich egal, was für eine Motivation dahinter steckt, weil ich treffe die Auswahl. Ich lasse mir nicht diktieren, was aus einem Datenleak ich veröffentliche, sondern wir treffen nach journalistischen Standards diese Entscheidung. Ich lasse mir natürlich auch nicht von der Quelle auferlegen, in was für eine Richtung die Berichterstattung geht. Das ist sogar eines der ersten Sachen, wo wir sehr, sehr offen sind im ersten Gespräch. Aber also ein Stück weit ja schon, weil es ja ein Agenda-Setting ist, ne? Wie meinst du? Also ein Stück weit, du hast gesagt, du lässt ja nicht von der Quelle diktieren, worüber du schreibst und ich erwidere ein Stück weit schon, weil es ja ein Agenda-Setting der Quelle ist. Es gibt genug Quellen, die uns bei der SZ Daten zugespielt haben, wo wir nie was veröffentlicht haben. Also das muss man schon auch sagen. Es ist nicht so, wenn man uns Daten zuspielt, ist es keine Garantie, dass wir dazu was veröffentlichen, sondern und vor allem auch nicht, wann wir was veröffentlichen und in was für eine Richtung das gehen wird, sondern wir nehmen die Daten an, wir schauen sie uns an, wir prüfen, ob da Geschichten drin sind, dann prüfen wir, ob die
Geschichten von öffentlichem Interesse sind und dann entscheiden wir, wie und wann wir sie veröffentlichen. Wir hatten da eine große Diskussion und zwar haben wir irgendwann mal angeboten bekommen, Daten einer Organisation, die nannte sich Fancy Bears. Und wenn man so ein bisschen recherchiert hat, stellte man fest, dass hinter den Fancy Bears damals offensichtlich, heute ziemlich sicher, der russische Geheimdienst steckt oder eine Hackergruppe des GRU, um genau zu sein. Wir hatten dann eine ziemlich heftige Diskussion um die Frage, ob man, also diese Daten, das haben wir geprüft, waren authentisch, diese Dokumente waren authentisch, waren gehackt in irgendwelchen amerikanischen Doping-Labors, weil also die Agenda war klar, nicht nur wir Russen dopen, sondern es dopt sozusagen, die Amerikaner dopen genauso. Wir hatten dann eine ziemlich heftige Diskussion darüber, wie gesagt, ob wir mit diesen Daten arbeiten sollen oder nicht. Und es gab eine sehr, also ich habe gesagt, ich nicht, ich werde da nicht mitarbeiten, weil das irgendwie so klar ist, auch wenn sie authentisch sind. Man hat sich letztlich seitens der Chefredaktion dafür entschieden, damit zu arbeiten, aber sozusagen einen Claim dran zu machen, wo diese Dokumente her sind, nämlich, dass das vermutlich oder möglicherweise russische Geheimdienste sind. Also das sind so Diskussionen, die, ich sag mal, früher haben wir in Ethik im Journalismus über, keine Ahnung, Geldzahlen oder sonst irgendwas diskutiert und ich glaube, dass diese Daten dazu führen, dass wir im Journalismus nochmal irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt, glaube ich, so eine Ethikdebatte, wie geht man eigentlich mit Daten um, nochmal führen muss. Elena, wie geht ihr damit um? Indem wir ganz viel diskutieren. Ich glaube, das beschränkt sich auch nicht nur auf Daten, sondern also es ist ja nicht jeder Tippgeber, jede Quelle hat gleich einen großen Datensatz, sondern wenn wir uns mit Quellen treffen, haben die meisten oder Quellen irgendein Interesse dahinter, uns eine Information zu geben. Und wo zieht ihr die Linie? Ich habe noch keine Daten vom Geheimdienst angeboten bekommen. Das ist eine glaube ich, eine schwierige Frage, die sich nicht mal eben in 30 Sekunden beantworten lässt. Aber wir dürfen ein bisschen überziehen, weil unsere Vorgänger auch ein bisschen überzogen haben. Aber nur ein paar Minuten. Nein, aber natürlich sind wir uns dessen bewusst, dass uns Informationen mit einem Interesse oft gegeben werden. Aber ich halte es da auch genau wie Frederik und wie, glaube ich, jeder Journalist das tun würde, ist es unsere Aufgabe, diese Daten oder die Informationen zu analysieren, sie einzuordnen, dem nachzurecherchieren. Und wir geben ja auch nicht eine Info eins zu eins wieder. Wir sprechen ja mit so vielen Quellen wie möglich, aus so vielen unterschiedlichen Ecken wie möglich, um selber zu einer Einschätzung zu kommen und um selber dann auch entscheiden zu können, das hier ist von öffentlichem Interesse, das veröffentlichen wir. Wie das ist, wenn sich da jetzt Geheimdienste einschalten, das ist wirklich eine sehr, sehr große Frage. Okay, das heißt, das Thema obliegt innerhalb der Redaktion einer großen Diskussion und meine Frage wäre auch noch, wie schützt ihr die Quellen, wie schützt ihr die Whistleblower, damit das, was Jörg vorhin beschrieben hat, eben nicht passiert? Also, wie schützen wir Whistleblower, indem wir zusehen, dass nichts über die Identität dieser Person auch nur in irgendeiner Art und Weise öffentlich wird. Ich würde die Frage auch gerne noch an dich richten. Wo zieht ihr die Grenze, von wem ihr euch Themen geben lasst, die ihr verwendet und wie schützt ihr die Quellen gegebenenfalls? Also wir haben ja noch nie die Situation gehabt mit diesen großen Datenmengen, die uns zugespielt wurden und wo wir dann die Quelle nicht kannten. Bei uns ist halt immer so die Maßgabe, dass wir sagen, wir versuchen, weil wir wissen, jede Quelle und jeder Whistleblower hat halt eine Agenda. Niemand macht das ja ohne irgendein Ziel im Hinterkopf zu haben, dass wir einfach versuchen, genau rauszufinden, was ist diese Agenda und verstehen wir, ob wir jetzt irgendwie instrumentalisiert werden sollen als Journalisten. Wir versuchen einfach rauszufinden, wo stehen wir da, können wir das verantworten, dass wir das berichten, was da berichtet werden soll und was den Quellenschutz angeht, arbeiten wir einfach sehr stark mit so einem Erwartungsmanagement, dass wir sagen, pass auf, wenn du dich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal als Whistleblower, als Mitarbeiter eines Unternehmens, das wäre bei mir so eine typische Situation, der jetzt erzählt, in meinem Unternehmen passiert das und das, das ist nicht rechtmäßig, dann versuche ich halt zusammen mit unserer mit unserem Justiziar, mit unserer Rechtsabteilung, sehr genau den Leuten vorher zu erklären, was passieren kann. Und dann kann es halt sein, dass wir den Leuten sagen, haltet euch anonym im Hintergrund. Dann versuchen wir eben mit der Rechtsabteilung zusammen dafür zu sorgen, dass die Identität dieser Person nicht rauskommt. Es kann aber ja auch genauso gut sein, dass derjenige sagt, ich möchte als Person an die Öffentlichkeit gehen, als Whistleblower. Und dann versuchen wir halt, denjenigen darüber aufzuklären, was dann schlimmstenfalls passieren kann.
Vielen Dank, Frederik. Ich würde dir gerne das Schlusswort geben und dich fragen, wie habt ihr es denn geschafft, eure Whistleblower zu schützen? Gibt es da was, was wir lernen können, wir anderen? Ich glaube, doch der größte Schutz war der Whistleblower, zumindest im Fall der Panama Papers selbst, nämlich uns die Identität nicht preiszugeben. Dadurch kann ich sie nicht verraten. Ich glaube, das war schon gelernt aus vielen anderen Leaks. Aber auch sonst muss man natürlich sagen, selbst bei den Leaks, wo wir die Quelle kennen, dass wir den Kreis derer wirklich auf ein Minimum reduzieren, die davon die Identität erfahren müssen. Ich sehe zum Beispiel keinen Grund, eine Quelle von Daten, die mir zugespielt wird, in quasi ungefragt mit dem ganzen Ressort zu teilen, sondern es ist wichtig, es ist ein kleiner Kreis, dass ich nicht der Einzige bin in meinen Augen, und es ist auch wichtig, dass es die Chefredaktion im Zweifel einschätzen kann. Aber ich glaube, da fängt es schon an, und das größte Problem, das müssen wir uns ja schon auch alle klar machen, sind wir alle. Wir sind Journalisten, wir reden gern, schenken wir mal ein Bier, einen Wein ein und dann reden wir noch lieber. Und ich glaube, da muss man uns einfach alle immer gut zusammenreißen. Und auch, was, glaube ich, immer wichtiger wird und was ich bedauerlicherweise sehe, dass wir alle so ein bisschen vergessen. Wir vergessen eine Affäre, bei der der Spiegel viel mitgewirkt hat bei der Aufdeckung, nämlich die NSA-Affäre. Wir wissen alle, welche staatlichen Überwachungstools es mittlerweile gibt, was Staaten von uns, wie sie uns ausspionieren können. Auch Unternehmen gehen immer mehr in diese Richtung, dass sie immer mehr aufrüsten. Und das heißt auch gleichzeitig, dass wir vorsichtiger sein müssen. Und ich finde es wirklich schockierend zu sehen, wie viel unter Journalisten noch unverschlüsselt kommuniziert wird, und zwar zu Inhalten, bei denen es wirklich gefährlich wäre für Quellen, für Informanten, wenn die öffentlich werden würden. Und da würde ich mir oft einen besseres Bewusstsein unter Journalisten wünschen. Ich muss mich auch selber immer wieder daran erinnern, ich bin da nicht fehlerfrei, das muss ich auch ganz ausdrücklich sagen. Und andererseits muss ich auch sagen, dass ich mir von der Politik mehr Bewusstsein dafür wünschen würde, wenn nämlich diese ganze Debatte darüber jetzt wieder anhöre, es ist wieder aufgewärmt, sollen denn verschlüsselte Messenger, sollen Staaten da Backdoors dazu haben? Nein, sollen sie nicht. Weil das sind die Tools, die unsere Quellen schützen, die erlauben, dass wir unsere Kommunikation als Journalisten schützen können. Und wir müssen alle sagen, wir leben Gott sei Dank in der Demokratie. Aber wir sehen weltweit immer, wie schnell es auch gehen kann, dass eine Demokratie ausgehöhlt wird oder dass einzelne Player in einer Demokratie es schaffen, diese staatlichen Überwachungsmechanismen zu nutzen und zu missbrauchen. Und ich glaube, vor diesem Szenario des Missbrauchs, den müssen wir immer im Hinterkopf haben, wenn wir über solche Maßnahmen, die sehr, sehr invasiv sind, öffentlich diskutieren. Vielen Dank. Das war euer Applaus, und ihr kriegt sich ja gleich nochmal ein. Und ich finde es wunderschön, dass die Medientage so ermutigend enden. Herzlichen Dank für eure Arbeit und dass ihr sie mit uns geteilt habt. Jetzt würde ich gerne noch darauf hinweisen, dass das Sahnehäubchen sozusagen zum Abschluss die Preisverleihung für den Hackathon ist, der hier stattgefunden hat in den vergangenen Tagen. Aber erstmal ein großes Dankeschön an euch hier auf der Bühne. Jetzt darf ich Siegfried Schneider hier zu mir auf die Bühne bitten, den BLM-Präsidenten, Gastgeber der Medientage und Gesellschafter des Medienlabs. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Guten Abend. Hallo. Und Lina Timm, die Geschäftsführerin des Medienlabs. Herr Schneider, warum haben Sie einen Hackathon veranstaltet auf den Medientagen? Ja, unser Ziel ist letztlich, und so ist eigentlich die ganze Choreografie der Medientage, dass wir
natürlich aus der Geschichte ein Rundfunkkongress sind, also ein klassischer Medienkongress. Und das spürt man auch, wenn man reinkommt. Man sieht die klassischen Medienunternehmen, mittlerweile auch moderne, die schon klassisch sind, die einen Blick, sag mal, der nächsten 3 Monate, 6 Monate zeigen. Und uns ist es wichtig, dass wir noch ein paar Monate weiter blicken. Was entwickelt sich da alles? Welche Technologien sind neu am Markt? Wie kann man klassischen Journalismus mit technologischen Entwicklungen weiterentwickeln? Und deshalb auch ein herzliches Wort des Dankes an Media Lab, an Lina Timm und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie sich dieser Aufgabe gestellt haben und mit dem Media Lab diesen Hackathon veranstalten. Lina, magst du einmal sagen, was ist eigentlich nochmal genau das Media Lab? Genau, das Media Lab ist der Ort für Medieninnovation. Wir nennen uns gerne Innovation Hub. Und unser Kern ist es, Innovationsprojekte voranzubringen und Talente zu unterstützen und zu fördern. Und deswegen haben wir in diesem Jahr gesagt, wie können wir das eigentlich am besten zeigen, indem wir genau diese Innovation und das Machen und das Tun auf die Medientage bringen und tatsächlich sagen, hier vor Ort, hier wird entwickelt, hier wird gecodet, hier können wir nur 36 Stunden zusammensammeln, sozusagen, was man an Innovationen machen kann. Wie lief das denn genau ab für die, die nicht dabei waren, so wie ich? Genau. Ich habe so ein paar Stats sozusagen mitgebracht. Wir haben mit 15 Hackern gearbeitet. Die sind zu uns gekommen, haben eine fantastische Anzahl an Kaffee getrunken. Die haben nämlich tatsächlich durchgehackt bei uns. Also das heißt, die waren da von Mittwochabend, Donnerstag früh ging es dann wirklich los und heute nach 36 Stunden um 13 Uhr waren sie dann fertig. Da haben wir gesagt, jetzt sind die Präsentationen, jetzt müsst ihr fertig sein mit Coding. Und das ist tatsächlich ein Bild von heute Nacht, 1.30 Uhr. Da wurde noch fleißig gehackt und ein paar haben auch hier auf der Messe übernachtet. Auch das haben wir möglich gemacht, weil so viel Enthusiasmus dabei war. Und wir haben tatsächlich gesagt, 2 Sachen sind uns total wichtig. Die sollen nicht im luftleeren Raum hacken, also die sollen nicht irgendwas erfinden, die sollen sich mit Nutzern austauschen und Lösungen schaffen, die Leute wirklich brauchen. Und die 2. Sache daran ist, sie sollen an Problemen arbeiten, die wirklich in der Branche gerade unterwegs sind. Und deswegen haben wir 3 fantastische Partner mit dazu geholt, die uns echte Challenges gegeben haben. Das waren auf der einen Seite die Zeit, die die große, große Frage momentan hat, wie können wir den Millennials dafür begeistern, wirklich sich für Politik zu interessieren und das irgendwie engaging und fun zu machen sozusagen. BR24 hat eine ganz spannende technische Challenge reingegeben. Da ging es darum, wie können wir eigentlich den ganzen Content, den wir haben, besser ausspielen auf sozialen Medien? Wie können wir die Orte finden, wo die Leute sich dafür interessieren, welchen Content wir haben? Und dann kam als letztes noch NTV mit dazu. Personalisierung ist ja gerade ein großes Thema momentan. Und da ging es dann darum, wirklich sich mal anzuschauen, es gibt eine neue App von N24, da gibt es schon so eine Art Personalisierung, aber wie können wir das schaffen, nicht in die Filterblase abzurutschen? Also das waren die Sachen, die wir gemacht haben. Großartig. Genau. Und jetzt kommt die Preisverleihung, oder? Jetzt kommt die Preisverleihung, genau. Da darf ich so ein bisschen überleiten hin, von daher. Ich glaube, wir werden hier nicht mehr gebraucht. Ganz herzlichen Dank. Viel Spaß. Genau. Was haben wir eigentlich gemacht? Heute um 13 Uhr auf unserer Are You Ready Stage, von dem Are You Ready Summit, da waren die Pitches von unseren Teams und eine fantastische Jury hat sich das angehört. Mit dabei waren Dimitri Dumonet, der CTO von Emacs Digital, Johannes Bachhuber, der CTO von Medicura, tatsächlich 2 totale Tech-Experten, die sich auch tief den Code angeschaut haben. Also es wurde tatsächlich Code gebaut, hier auf den Medientagen. Julia Bell von NTV, die dort die Abteilung für Digital Products leitet, war mit dabei, genauso wie Hendrik Loven, der Teamlead von BR24 und Götz Hamann von der Zeit, die quasi die Challenges mit reingegeben haben.
Und wir haben Preise verleihen oder werden jetzt Preise verleihen in drei Kategorien, die uns besonders wichtig sind, wenn wir neue Produkte erfinden und neue Produkte aufbauen. Das erste ist Problem Solution Fit oder Best Problem. Das zweite ist Most Validated und das dritte ist Best Code. Und jetzt kommen wir quasi direkt zur Preisverleihung. Wir haben die drei besten Teams. Die Pitches liegen hier schon hinter. Das heißt, Sie hören gleich auch nochmal für alle, die nicht mit dabei waren um 13 Uhr. Was haben denn diese Teams eigentlich gecodet? Und das erste Team, das gewonnen hat, möchte ich jetzt gleich mal auf die Bühne bitten. And I'm switching to English now because we were very international. Our 15 hackers came from 3 different countries, so a pretty international crowd. And the first winner in the first category, which is Problem Solution Fit, they did an amazing hack over the last 36 hours. And they now come up here and show you what their solution is about. And afterwards, we hear what the jury thinks about that and why they gave the prize for this team. So first of all, I invite to the stage, and please give a big hand to the winner for the first category, Problem Solution Fit, Best Problem Solution Fit. It goes to New Tech VIPs. Come up here. Congratulations, congratulations. So, who's taking the microphone first? Here's a clicker. Please show us what you did with the challenge around NTV. Your stage, your 5 minutes. Thank you. I'm sure you all know the situation when you're checking your news app and you're like, might it be that yesterday in the evening there was a football game again and now all my news app is about football and I'm not even interested in that? So I know that and I'm sure many of you do too. So we were thinking about this problem and we had an idea about it and this is it. The Your Story feature helps the users of the NTV app who want to have a more personal aspect in their news app without creating a filter bubble. And this idea didn't come out of nowhere. We started with an ideation and gathered lots of ideas about NTV and anything else. And we did some paper prototyping. You can see it here, it's pretty. And then we ask our target group what they are thinking about personalization. And our target group, we thought, are the users of the NTV app or similar news apps. And we wanted to know the actual user pain points. So we interviewed 6 users. Here you can see them. And they were ranging from 20 to 40. We get a few results, but my colleague Sebastian will now explain to you what all this means. So, as you can see, 5 of the 6 people we asked about were very positive about a chance to personalize their app. And they told us about many moments in their life where they were annoyed and not interested in news they were getting. But we did not just evaluate the idea of personalization. We also had an idea of gamification. And there we brought 2 direct quotes for you. So one of our participants said that when I use my news app, I want to have it as simple as possible. And another participant said that you swipe all the time when using your phone. Why not use that for sorting my own news just like Tinder? So with all these inputs we got, we re-evaluated our first ideas and put some more personal aspects into the NTV app without trying to intensify the user's filter bubble. So in conclusion, we found a fun way of personalization. So we use a machine learning algorithm for our personal story feature to understand and learn from the people's left and right swipes to customize the content for them. And our developer Nassim is going to explain the technical stuff to you now.
So guys, as we developers think that nothing is impossible, so we just need some time, some coffee, and sleepless night to, you know, to do something which is really super. So I really appreciate my team for this effort. The main thing what we came up with was understanding the user's pain point, as well as keeping in mind that what NTV needs from us. So we thought of just giving them a simple feature for their upcoming app, that you see this editor's choice, where the top editors you know, upload the content so that the user can view. On the top left circle, we made something like, you know, which is really personal to you, each user. And when he clicks this storyline, there was a video. Okay, video is missing. Anyways. Yeah, so everything about the user will be in this personalized window where, with this feature, we are not restricting the user to not only show them the content of personalized things, as well as we are making the user aware of what's happening in and around the world. So this feature, behind the scene, we had this machine learning algorithm that actually understands the user behavior and pattern and automatically learns about what to show, what not to show, based on the left swipes and the right swipes. So this left swipe and right swipe are basically a gamification what we have involved into this current solution. Well, this was possible only because of this team. And here we go. Myself and my friend Sankirtan, we are AI engineers. And Krupesh, who is a full-stack developer, and journalist Ellie, and Sebastian, a media enthusiast. So thank you, guys. Thank you so, so much. This is really impressive what you just did in 36 hours. And Julia Bell is now bringing the prize for you. It's a 500 euro Amazon voucher. Ooh. So please give a big hand to this team. Really excited. Yeah. So, Julia, please elaborate really quickly why this team won your challenge. Actually, I can. Can you hear me? Yeah, I can say it pretty quick. We were thinking about personalization at NTV for, I think, 2 years. And we always come up to the point where we come up with a solution and then we get so stuck on how are we not going to create a news filter bubble? How are we going to solve this? And it ends up in big discussions. And actually, you guys in 36 hours came up with a solution where the user can have his personalized story on top, but the editors will still be able to put their top stories in the newsfeed below. So we have a solution to this problem, and I think you did such a great job. I will take this home. We already like exchanged our addresses so you can talk to our developer team, and we really thought this was the best solution fit because you understood what we wanted, you validated it, and you even left us with code. So awesome. Thank you so Great. Much. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot. So we are moving on to the next category. The next category is actually the category most validated, and maybe not all of you know what this means. So at Media Lab Bavaria, as I said before, we really want to build products that people need and not just we and our sellers think that people need. So what you also saw in the last pitch is we send people out and we send our hackers out and tell them, talk to the people, find out if that's a real problem there. So the team that did the best job to conquer this challenge and did the best validation in this category is, I need some drum rolls or something like that. So the next, yeah, you're cool. So the team that won this challenge is Argus Eyes. Come up here. Woohoo. So you
actually challenged or took the challenge from BR24. Take the clicker, your 5 minutes, please present to us with one of those mics what you built in 36 hours. Well, I have to catch my breath. It was my first time at a hackathon along with Tom. I didn't know him before, and now we win something. Wow, this can go on like that. Okay, well, I try this. Welcome to Argos Eyes. If you see something, there's a mismatch. That's a little the problem between Apple and Microsoft computers, but I hope it works. It's a blind thing. Argos Eyes is something at the crossing of social media and news. And those who work in news know how it is. You get the news from all over the world through your tickers, and what you want is to spread the word amongst the people and get the message out there where they are, where their hearts are. And that, that doesn't work. Ah, you see, one moment that we felt this a couple of years ago that was really strong is when the Arab Spring happened. So that's what you want. You want exciting posts and shares. So today you still want that. That's a bit jammed, don't worry. Look at the Oktoberfest, don't look at the lady. It is 6 million people at least every year, and BR24 thought, why not make an English-speaking piece on the fun facts of the Oktoberfest? And they posted it, and they expected high results. But, the results, not even 3,000 views and 57 likes is not what they expected, we guess. So they said, something is wrong here. We don't reach the people. Why don't we? Can you bring up some solution like a seeding machine so we go where the people are with our content? Okay, we went out and created a pitch for ourselves, and we call this Argos Eyes helps news content editors to identify the key context using a data engine that crawls thousands of posts on social media in real time in order to reach potential audiences across social media platforms now. Not an Excel list that's 2 years old, but now when you need it. Because actually, our validation showed something. We've had some interviews, and everybody we asked said, that's the 100% circle. Can I beam here? No, I can't. Oh, I can go back. Sorry. So, and they said, we do it manually. Students are doing the job. They're looking for the hashtags. They're looking for the influencers. So it's like work. It's interesting. New dramaturgy. So think this other way around. In einer idealen Welt ist es eine Datenbank, wo alles ist, wo man einfach schnell sagen kann, okay, Schlagwort XY und dann wird es dahin distributiert. Okay, he wants to distribute the news directly on social media, but think of Facebook group admins, we talked to them as well, and they said, no, don't spam us, that doesn't work for us. Oh, that's the Microsoft shit, good, it's brown usually. Good, so we say don't push, but stick out. So bring something, build an engine that brings the news out so it can be seen. Don't push it to the recipients, but let the recipients discover it. So the news editor's daily job is to push it on the web, he doesn't know how. And there comes our solution. The editor uses a search field on our machine and enters with a very intelligent smart search tool that has fuzzy matches, so you mistype something, it gets the right word, or it has sentiment search, so it understands the context. If you type happiness, it will understand the positive feeling. And that goes through to our data bank, which is communicating with the APIs of Instagram and Facebook and retrieving posts and analyzing the posts and giving a result back. For now, the result is not intelligent. It's just the count of how many hashtags along with the key hashtag come out. But later we can make this intelligent, of course. We can add more interpretations. And then you have your results. And you know where to push this with which context, which hashtags you really need for your content. So to make an example, let's see if this video works. So that's just some slides to show how I've put in the video. So you see here, which is very interesting, on the top of the list, Prost is something that appears with Oktoberfest. I guess the team of Hendrik would have never thought to write a hashtag like Prost to reach out to international audiences to make their video be seen.
And we have some more code to look at. Okay, I have to jump again, how this works. It works. 5 seconds to go, huge. Think local, think dialect. This is what the machine can do in the future. And that's the team behind it, which I thank a lot. Thanks, everybody. Perfectly in time. Thank you so much for providing your solution to this. And now I want to invite Henrik Loven and Gudrun Riedel from BR24 to bring you the prize, another 500 euro for you. And a big hand of you. So, can you two quickly elaborate why those, just take one of the mics, they should work. Why did you found this team praiseworthy? Well, the idea going about hashtag is as simple as it is convincing. Thanks a lot for that. It's amazing. I hope we stay in contact and find a workable solution for our editors in daily work. And thank you very, very much. Yeah, we have already exchanged our contact dates and we will maintain the contact. Thank you so much. Great solution. Thanks. Great. Thank you so much to all of you. So, perfect. One more team to go. The third category we have in this contest, the hackathon contest, was all around code. So as you have seen already, all of them coded, and it's actually a tough thing to do these presentations and to prepare these presentations and to code and to actually code and make something work. So a big, big hand for the next team that is coming up here on stage, because they are the winner of our best code category. And they actually challenged Die Zeit, and they took the challenge of Die Zeit. And the team that won over there is Political Mirror. Come up here. So, we are very curious what you've done in this time on the Medientage. What did you build? Take the clicker and show us what you did in 5 minutes. Okay, so first of all, thank you very much. Even I'm a bit breathless right now, but yeah. Okay, so the problem solution which we were given to solve is basically how can an exciting digital political format for millennials look like? So the first thing which did come to our mind after looking into the solution was, let's get to our users and see what they think about politics. Next slide, please. Sorry. We are all a bit nervous. Okay. So after talking with the user, the main pain points we got from the user are that some of the millennials, they're just not at all interested in politics. Some of them are, and they just don't know where to go and get good content. And just because we are millennials, we are like busy and we just don't have time to read through the entire content. So this is the three pain points we got from the users. And then we went to Die Zeit and we had a talk with Greg, and we wanted to understand what they wanted as a company. So they wanted to reach millennials and they wanted to make them aware of the ongoing events in politics. And their second target was they want to provide their users with unfiltered, unbiased, deep, and insightful journalism. So after thinking of our problem statement, we just did a quick user experiment. We went to Instagram and we did a quick poll. And just because we are also millennials, so was all our friends. And we wanted to get a view of how would you be interested in having a political focused app. And like you can see in the slides, that's the user view we got. So after that, the second slide, please. Okay. So these are the two user personas we got about the millennials. So you can have a look. Okay. So the problem we need to solve, or which was our how might we question, so it was basically we wanted to solve was how might we help millennials by providing news in such a way which is both personalized as well as journalist recommended with the minimum time consumed. So with that we came up with these two solutions. So the company wanted to give them
unfiltered, unbiased and good journalism content, whereas a user wanted to just have personalized content which he was interested in. So we thought to create a recommender system for the user, and in that recommender system we wanted to make this recommender system intelligent such that the user gets to know about what is happening currently in journalists, in politics, but he doesn't understand that it's being fed to him. So you can see these are like five categories which the user comes with. For example, the user is a sports enthusiast, so I'll be firstly showing him articles on sports, and then I'll be quickly showing him article on politics in sports. If the user says that, yes, I like this article on politics in sports, then based on my algorithm, next I'll be suggesting him, why don't you look into politics which is happening in Bavaria right now? But if the user says that, no, I'm not interested in politics, so instead of politics in Bavaria, I'll be showing him sports, and maybe after some time when he's engaged with the app, maybe at that time I'll again give him some articles on politics. So this is our first solution. And the second solution which we thought was, DSide want to give the user an in-depth and unfiltered and unbiased content. But like I said before, the millennials, they are busy people. They just don't have that much time to go through a complete article. So we thought that why don't we summarize the article for them? So we came up with a text summarization machine learning algorithm, but the text summarization doesn't get take out the feel out of the article. Instead, it just highlights the main part of the article, which you can just go through and you can just get to know what is actually happening. And apart from that, we are also giving a reading time such that the user sees that, okay, I just have to spend 3 minutes, and I think I can spare 3 minutes to just go through what is happening. So these were the two main solutions which we made, and next we'll be just showing you the demo. Can we play this? So, yeah, so this is our app. Okay, so this is the first page when the user, so it's based on the user. If he likes this article, he can just swipe up and he gets that entire article. And whatever you see on blue, that is basically the highlighted part. He can just go through it and get a feel of the article. Okay, so there was a step before this that this user either give it a thumbs up or a thumbs down. If the user gives a thumbs up, then I give him an article again on politics. If the user gives a thumbs down, maybe I'd like to engage the user more. Yeah, so these were the two main solutions which we had. With that, we'll move to our final slide. Yeah, so this was basically Adil, Shubham, and Priya, and we all three of us are developers, and we have the app ready. So if you want to look into our app, you can just scan to the QR code, and you'll be having the app in your phone. So thank you. That is one amazing solution you built. Please, Götz Hamann and Johannes Bachhuber, come up on stage. Bring over the prize, 500 euros for you two. Yeah. And a quick word on why this team won the best code section. So thanks, first of all, we really liked that you had an end-to-end solution. So you had an app that's already out there on the App Store that all you can download. And also you had actually two different problems that you tackled in the back end, both this recommendation of articles and also the highlighting. So yeah, great solution. Thanks. Yeah, and I just want to add, the media, the publishing houses are working on the question whether to summarize and how to summarize longer articles for 10 years now. And we thought of bullet points and doing quick summaries at the beginning or at the end. And this is the best solution that I've ever heard of, and especially because it's machine learning, so it's automated. It won't cost any time a journalist to do. So it's really wonderful, and I hope not only us, but for example, NTV and others might take this idea and bring it into reality. Thank you very much. Okay. Thank you so much. I want to take the please stay quickly on stage for very, very quick photos with all the winners and the jury members and Herr Schneider.
We need you on stage too, so we can do a quick photo. Come up on stage, come up on stage. Quick winning photo. Perfect. All the winners up on stage. So this is the point where I can say thank you very, very much also to HackerStolz. Patrick, come up here, and Pia, come up here too. So HackerStolz helped us to put together this hackathon and supervise the hackers. And also Pia and Miriam from our team did an amazing job in supporting the hackers over the last days. So thanks a lot. Please give them a hand. So. Perfect. All photos taken. Und das waren sie, die 33. Medientage hier in München. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Vielen Dank an alle Zuschauer, die am Start waren. Das waren, glaube ich, sehr, sehr inspirierende Tage. Und ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Leute, die das hier alles möglich gemacht haben. Das komplette Team der Medientage München würde ich jetzt ganz gerne mal hier auf die Bühne hochbitten. Und einen großen Applaus. Kommt ruhig noch mal oben auf die Bühne, und bei dieser Gelegenheit sagen wir auch vielen Dank an alle Zuschauer im Stream, die uns 3 Tage lang jetzt auch online die Treue gehalten haben und die ganzen Sessions mitgeguckt haben. Die Videos, die wir die letzten 3 Tage gestreamt haben, sind auch im Nachgang noch mal online abzurufen. Wir haben alles noch mal auf YouTube und auch die nächsten Tage auf Facebook mit vielen weiteren Interviews, die wir hinter den Kulissen aufgezeichnet haben. Und jetzt vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und noch mal ein großer Applaus für das Team der Medientage München.